Hallo und herzlich willkommen zur nigelnagelneuesten Ausgabe des Telestammtischs. Diese Ausgabe ist eine von mehreren, welche im Rahmen des Interviewmarathons beim Internationalen Comicsalon Erlangen 2022 entstanden ist. Ihr bekommt hier zu hören, was ich 4 Tage lang im eigens dafür von mir dort eingerichteten Podcast-Atelier und an sonstigen Orten in Erlangen aufgezeichnet habe. Und sind wir mal ehrlich, wer diese Folge des Telestammtischs hört, bekommt genau das, was ihr gewohnt seid. Professionelle und entspannte Interviews mit dem Anspruch eines Informationsgewinns. Für dich, für mich, für uns alle. Von der Szene, für die Szene. Und vielleicht noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Meine Arbeit beim Salon ist rein privat motiviert. Ich reise auf eigene Kosten an, übernachte auf eigene Kosten und interviewe bzw. moderiere bis zu 8 Stunden am Tag nur aus einem einzigen Grund heraus. Ich liebe das Medium Comic und möchte Kreativen daher eine Plattform für ihr Schaffen bieten. Podcasts sind dafür mein Mittel der Wahl und ihr könnt mich buchen. Ihr arbeitet bei einem Verlag, in der Kreativbranche, ihr verkauft etwas oder seid im Marketing tätig, ihr sucht neue Mitarbeitende für euer Unternehmen oder neue Vereinsmitglieder, dann stünde euch ein eigener Podcast sehr gut zu Gesicht. Wenn ihr mich dazu mit ins Boot holt, wird aus eurem Projekt ein echter Podcast und eurem Erfolg steht nichts mehr im Weg. Meldet euch einfach bei mir, keine Sorge, ich stehe auf der guten Seite der Macht. Aber nun erstmal viel Vergnügen bei den folgenden zahlreichen Interviews, euer Andi. Sonntagmorgen beim Internationalen Comicsalon Erlangen. Wir sind mittendrin statt nur dabei. Und haben jetzt gerade begonnen, hier im Podcast-Atelier erste Gespräche zu führen. Und das allererste Gespräch führe ich mit jemandem, mit dem ich schon ein paar Gespräche geführt habe. Denn er ist schon lange dabei, ist ein totaler Vollprofi. Und vor allem freue ich mich auch ein bisschen auf sein persönliches, vorläufiges Fazit vom Salon. Hallo, ich bin der Andi. Und wer bist du? Hallo, ich bin der Michael. Moin, Michael. Oh, jetzt hat alles ein bisschen länger gedauert. Ist so warm hier. Wärme ist so, glaube ich, so ein zentrales Thema beim Salon, oder? Oh ja, oh ja. Wir haben ja gerade auch Hitzewarnungen hier in der Gegend. Das ist unglaublich. Was machen wir jetzt? Es gibt ja eine klimatisierte Situation also generell sind die Zelte, die wir haben, die drei großen, dem Grunde nach ja auch klimatisiert. Man hat so ein bisschen das Gefühl, das verteilt sich auf Punkte in diesem Zelt, glaube ich, aber nicht so breit gefächert. Bist du strategisch da gut angekommen? Leider nein. Die Klimaanlagen, die sind mehr so in der Mitte platziert und ich bin komplett auf der einen Seite vom Zelt angelangt. Also wenn die Türen aufgehen, dann kommt mehr warm rein als kalt. Mhm. Also ist eine schwitzige Situation da drin. Also wenn ihr noch, wobei das, wenn das hier veröffentlicht wird, wird es keiner mehr tun. Ach, mit Eiswürfeln ist auch schwierig am Stand bei dem Wetter. Nun gut, sei es drum. Er ist auf jeden Fall warm. Ihr merkt schon, wir müssen erstmal reinkommen. Aber Michael, wir haben gerade das Interview aus Gründen von mir noch 10 Minuten verschieben müssen und da hast du glücklicherweise noch was holen können, was eingeschlossen war. Lass uns doch mal ein bisschen über deine Arbeit sprechen. Was hast du mitgebracht? Ja, das ist mein neuester Comic, der heißt Apfel, das Geheimnis von Twisted Creek. Aha. Apfel ist quasi so mein Main-Franchise, könnte man sagen, und auch mein Hauptcharakter, mit dem ich jede Menge Geschichten schreibe. Und das Geheimnis von Twisted Creek ist so eine Art Hommage an Twin Peaks, weil ich habe das jetzt vor 2 Jahren, die ganze komplette Serie, das erste Mal komplett gesehen. Und wer die David Lynch Sachen kennt, der weiß ja, dass sie arg verschickt sind und nicht wirklich erklärend sind. Und um das Ganze zu verarbeiten, die ganze Geschichte, die ich da gesehen habe, habe ich diesen Comic gemacht. Wie heißt das, Fanfiction? Nur mit anderen Figuren? Nein. Also ich habe mehr versucht, die ganzen Gefühle, die ich hatte, in dem Comic einzuarbeiten. Ah. Gut, ich habe noch Anspielungen wie den Red Room aus Twin Peaks mit eingebaut, der allerdings da sogar noch eine andere Funktion hat in dem Comic. Und zwar ist in dem Comic ein Rätsel eingebaut, das der Leser selber lösen kann. Und zwar wird am Anfang der Geschichte Willi, der Freund von Apfel, entführt. Und der Leser darf sich anhand den Hinweisen, die in den Red Room-Seiten gezeigt werden, selber herausfinden, wo Willi in der Geschichte versteckt ist. Und da bin ich auch ein klein bisschen stolz drauf, dass sogar ein paar Leute das Rätsel gelöst haben. Ja. Also es waren aber noch nicht so viele. Also wenn ihr das Rätsel gelöst habt, meldet euch bei mir. Dann weiß ich, dass ich es nicht zu schwer gemacht habe. Okay. Wie neu ist der denn? Vielleicht gab es noch nicht so viele Menschen, die Gelegenheit hatten, das zu lesen. Wann hast du den denn rausgehauen? Also gedruckt ist er vor einem halben Jahr, okay. Allerdings kam der damals zur stattfindenden Comic-Con Stuttgart
nicht pünktlich bei mir an. Darum ist quasi Weltpremiere hier am Comic-Salon Erlangen. Wow, okay, cool, nice. Sieht doch toll aus, ne? Brauche ich dir nicht sagen. Da kriege ich gleich gute Laune, wenn ich da durchblätter. Und das ist auch alles mit dem Apfel funktioniert, das ist großartig. Gibt es eigentlich den Pipan noch? Den gibt es auch noch. Da arbeite ich auch gerade an einer neuen Geschichte, die heißt Moby Dick. Mhm. Neu penetriert nach Herman Melville. Ja. Wo es eigentlich, ja, eigentlich wird die Geschichte Moby Dick nacherzählt mit Pipan in der Hauptrolle. Großartig. Ich glaube, da muss ich auch nicht mehr sagen. Mega. Ja, Name ist Programm. Du hast noch was dabei, ne? Ja, das sind jetzt zwei Veröffentlichungen, die ich zur letzten Comic-Con Stuttgart rausgebracht habe und jetzt quasi ja, das zweite Mal öffentlich verkauft werden. Ja. Einmal Apfel der Barbar. Wow. Das Cover müsstet ihr sehen. Mhm. Das spielt jetzt in einem komplett anderen Universum, aber mit denselben Charakteren, die ich habe, also Apfel, Willi und dann habe ich noch Anita aus meinem anderen Comic Trigger Warning mit eingebaut, die quasi barbarische Heldentaten erleben. Das erste Kapitel, das ist eigentlich einzeln entstanden, weil ich einfach mal ausprobieren wollte, ob überhaupt die Charaktere in so einem Setting funktionieren und die Resonanz, die war so gut, dass ich dann weitergemacht habe. Ja. Und ich bin immer noch dran, arbeite gerade am zweiten Band. Also das sind jetzt über 200 Seiten, die du in der Hand hältst, was für mich auch das bisher größte gedruckte. Das wirkt schon ziemlich so, als hätte ich hier was Größeres in der Hand, so wirkt es auch. Und das ist ja auch wo du scheinbar, du bist ja, wie wir alle wissen, mega gut vernetzt auch. Du hast ja auch eine Menge so Fanart hinten drin von Kollegen und Kolleginnen, oder? Wie kamst du denn dazu? Hast du die alle angequatscht, hier willst du was machen oder haben die einfach so sich bei dir gemeldet? Wie läuft das? Das war teils. Also ein paar habe ich gefragt, hey, möchtest du was machen? Und bei den anderen, da kam das dann automatisch, was mich sehr überrascht hat. Also, dass der Comic so gut ankam, dass die Leute dann von sich aus Fanart gemacht haben. Ja, toll. Okay. Ich möchte auch gar keinen Favorit an den Fanarts nennen, weil ich finde die alle klasse. Ich bin auch sehr stolz darauf, dass ich überhaupt Fanart bekommen habe. Das finde ich ist übrigens, ich habe das in ganz vielen Runden gestern gehabt. Was ich hier vor mir habe, ist wobei man könnte schon so sagen, das ist ja so ein bisschen von der Art und Weise der Verarbeitung her und von der Aufmachung wie so ein Manga, ne? Nur halt eben in der klassischen Comic-Leserichtung. Und ich glaube, weil das für mich persönlich ein ganz großes Thema beim Salon ist, diese Art der Publikation in dieser Art und Weise gern auch eher noch billiger produziert, also mit dünnerem Papier, noch dünneren Covern. Ich glaube, das ist eine Möglichkeit für die Zukunft des Comics, um den massentauglicher zu machen, um ihn schnell, günstig konsumierbar zu machen und so und dann damit auch einfach für einen günstigeren Preis vielleicht sogar schon auch junge Leute anzusprechen, die teilweise jeden Euro umdrehen müssen und dann damit auch durchaus in eine gewisse Konkurrenz gehen können, weil sie plötzlich preislich attraktiver sind als andere Dinge, wie eben ja die Zeit eben vor Bildschirmen zu verbringen. Ich glaube hier, das ist der Weg, den ich persönlich für einen Weg, den ich sehe für die Zukunft des Comics. Also genau, ich finde diese Art der Aufmachung. Also wie gesagt, ich glaube, du bist da auf einem guten Weg. Danke. Und der dritte für uns? Das dritte ist ein Heft, das quasi ein Print von einem meiner Webcomics ist. Also ich habe ja von Apfel auch noch einen Webcomic, den ich... Sind die auch beide erschienen hier? Der Barbar, gab es denn auch alle im Web? Den Barbar gab es im Web, ja. Bei Twisted Creek gab es nur das erste Kapitel quasi als Teaser. Mhm. Also die komplette Geschichte, die kann man nur in dem Buch lesen, die funktioniert aber auch nur als Buch, darum möchte ich die auch gar nicht online stellen. Also da möchte ich nochmal kurz zurückkehren, weil Willi ja entführt wird und er wird quasi zwischen die Seiten von dem Buch entführt. Und das Rätsel, das muss man eben auch daran lösen, dass man halt... verschiedene Sachen auf den Seiten findet, nach den Seitenzahlen gehen muss. Ah, man blättert dann hin und her und ist interaktives Ding. Genau. Also nicht einfach nur miträtseln, wer ist der Böse, sondern letztlich schon so aktivere Mitarbeiteroptionen. Ja. Und es ist auch noch ein klein bisschen ein Spoiler, aber man muss teilweise auch ein bisschen die Seiten drehen, damit man dann zu der Lösung kommt. Mhm. Und wie gesagt, das funktioniert halt überhaupt nicht, wenn das als Webcomic... Okay, verstehe. Gar nicht so angelegt. Das ist sehr interessant und endlich mal jemand, der so richtig sinnvoll die Vorteile auch nutzt, des Prinz quasi. Mhm. Toll. Citizen Apfel. Ist eine Anspielung auf Citizen Kane? Jein. Der Titel, ja, die Geschichte eigentlich nicht.
die geht eher darum, dass Apfel eingebürgert werden möchte, um ein Stadt-Land-Fluss-Spiel zu gewinnen, weil in der Stadt, in der er wohnt, die Stadt heißt, fehlt noch ein Einwohner, damit Stadt eine Stadt ist, weil es sonst eigentlich nur ein Dorf als Dorf zählt. Ah, das ist lustig, Mann. Das finde ich schon jetzt so lustig. Mega. Und es eskaliert dann, indem sie zum Bürgermeister gehen und der Bürgermeister fordert sie dann eben auf, sie können ein Spiel spielen, um damit Apfel eingebürgert wird. Allerdings ist der Bürgermeister so ein richtig schlechter Verlierer und bescheißt selber bei seinem eigenen Spiel, so dass Apfel und Willi dann eben selber ein bisschen mogeln müssen, um ans Ergebnis zu kommen. Um doch noch zu gewinnen. Und am Ende eskaliert die Sache dann nochmal komplett in eine andere Richtung. Also da bin ich eigentlich auch ziemlich froh drüber, was ich da alles an seltsamen Sachen reinpacken konnte und wie weit es dann eskaliert, nur um so ein blödes Stadt-Land-Fluss-Spiel zu gewinnen. Vielleicht zum Ende unseres Gesprächs nochmal eine Frage, auch so ein bisschen. Bei dir ist ja so, du besuchst ja nicht nur die Veranstaltung, die ich so auch mal besuche quasi als Gast letztlich, sondern du bist ja nun auch auf ganz vielen Dingen unterwegs. Ich weiß nicht, ich habe letztens irgendein Foto und Bild gesehen, irgendeine Veranstaltung vor kurzem, und der, ob ich von der schon mal gehört habe oder ob ich die für sehr klein hielt, aber du bist viel unterwegs, was Veranstaltungen angeht, und sitzt da an Tischen, richtig? Richtig, allerdings auch mehr so im süddeutschen Raum. Mir fehlt auch einfach die Zeit, weiter zu reisen, um meine Comics zu verkaufen. Und gerade deshalb, glaube ich, wärst du ein guter Ansprechpartner beziehungsweise auch jemand, der so ein Fazit, ein vorläufiges, ein erstes sehr gut ziehen könnte. Der Salon ist jetzt hier an seinem finalen vierten Tag. Wie hat es dir gefallen? Mega. Also der Comic-Salon ist ein komplett anderes Monster als diese Comic-Cons, auf denen ich sonst bin. Weil man hat ja auch das Gefühl, die Leute, die kommen wirklich wegen den Comics zu uns und nicht nur wegen den Celebrities, bei denen man halt für 50 Euro mit einem Foto schießen kann. Ja. Also das ist wirklich unglaublich. Vom Publikum her, und das Publikum hoffentlich lässt auch ein paar Euro da. Ja. Sehr gut, das freut mich zu hören. Michael, vielen, vielen Dank mal wieder, dass du da warst. Es war, ist immer eine Freude, dich zu sehen. Sei es nun jetzt hier in so einer Interviewsituation oder eben auch gern auf Bühnenpanels, wenn mal wieder was ansteht, werde ich mich selbstverständlich bei dir melden. Danke dir vielmals, viel Erfolg und Spaß dir noch auf dem Salon. Ich danke dir auch, dass du mich eingeladen hast. Danke dir, ciao. Tschüss. Unser nächstes Gespräch widmet sich alten Bekannten des Telestammtisch. Und genau genommen kann man das aber eigentlich gar nicht so sagen, denn genau genommen ist es eine Gruppe an Personen, die Dinge mit diesen Comics und anderen Illustrationen machen. Sie sind auch hier beim Salon und das ist immer spannend, wenn ich sie da habe, weil dann halt auch verschiedene Perspektiven von verschiedenen Menschen mit eingebracht werden können hier in diese Gespräche. Mal gucken, was wir jetzt so machen. Hallo, ich bin der Andi und wer seid ihr? Ich bin die Alisa. Ich bin Silas. Ich bin Tori. Hallo. Woher kennt ihr die Alisa? Über die Sketch Pirates. Was sind das aus eurer Sicht? Die Sketch Pirates sind eine KünstlerInnengruppe, die in München angefangen haben und mittlerweile sind wir aber eigentlich in ganz Deutschland vertreten und haben tatsächlich auch so ein paar internationale Mitglieder. Wir sind eine Gruppe von professionellen und HobbykünstlerInnen, die ja gemeinsam eigentlich nur eine schöne Zeit haben wollen und gemeinsam monatliche Challenges zum Beispiel machen oder auch ja, einfach nur Kunstprojekte und die anderen zeigen, sich Feedback holen. Macht eigentlich sehr viel Spaß. Also ganz groß bei uns ist auch, dass wir wöchentlich uns einfach immer austauschen, dass wir einfach sagen, hey, wir zeichnen zum Spaß, es ist kein großes Projekt. Und wir unterstützen uns auch mit, weil viele von uns sind Freelancer, wir coworken zusammen dann online oder wir haben eine ganz aktive Feedback- und Hilfskultur, wo wir sagen, ich habe noch nie einen Druck gemacht oder wie macht man denn Vektordruckdaten und alles und meistens kann man einem immer helfen. Und da höre ich auch vor allem das raus, was ich beim letzten Mal so mitbekommen habe. Es geht auch so ein bisschen um den, sage ich mal, fachlichen Austausch. Man gibt diese Tipps und Tricks auch ein Stück weit. Man lernt auch was dazu. Lernt ihr wirklich was dazu? Stimmt das? Habe ich recht? Oder hat Lisa recht, was sie mir erzählt? Stimmt das? Also ich bin in die Sketchpads eingekommen und habe gerade mit dem Gedanken zum ersten Mal gespielt, mich in Freelance zu arbeiten und wirklich selbstständig zu machen mit der Kunst und dem Grafikdesign und da einfach eine Gruppe an Leuten zu haben, die das bereits machen und mir einfach aktive Tipps geben können, wie halt tatsächlich das Arbeitsumfeld auszusehen hat, hat für mich einen riesen Unterschied gemacht. Ohne die wäre ich jetzt heute auch nicht hier, weil sie mich überredet haben, zum Comic-Salon zu kommen. Also die haben einen sehr, sehr großen Einfluss auf was das angeht auf mich. Da muss ich aber hinzufügen, dass jeder gerne kommen kann, auch wenn man da sagt, ich mal nur zum Spaß und einmal im Monat oder ich dudel nur so vor mich hin. Das ist uns ganz, ganz wichtig, dass sich niemand
dass niemand das Gefühl hat, ich bin nicht gut genug. Weil es geht nicht darum, wie gut man ist, es geht darum, wie viel Spaß man dran hat. Es gibt keine Aufnahmeprüfung bei Nein. uns. Nein. Bei anderen Kollektiven, möchte ich es mal nennen, gibt es ja durchaus, die halt auch vielleicht auch andere Absichten verfolgen. Mm. Finde ich ganz interessant und vor allem hast du mir gerade was vor mich gelegt, in die Hand gedrückt quasi, steht auch Comic drauf. Was habe ich denn vor mir? Wir haben über die Pandemiejahre mehrere Online-Comic-Jams gemacht. Ein Comic-Jam ist ja, wenn ein Zeichner ein Panel beginnt und ein nächster dann einfach weitermacht, ohne dass es eine Geschichte gibt. Und das ist unser Sammelsurium an den letzten anderthalb Jahren Comic-Jam mit, ich glaube, 8 sind drin. Und dann haben wir immer einen Termin ausgemacht und dann sind ganz viele online gekommen und dann hat jeder so parallel ein paar Comics gemacht. Zu diversen Themen. Das sind jetzt mehrere so quasi Kurzcomics oder sind das eher cartooneske Sachen? Das habe ich jetzt bei Es sind Kurzcomics, also immer so, ich weiß nicht, so zwischen 5 und 8 Panels oder ah, so. Ah, verstehe. Genau. Ja, nice. Und gibt es denn da so immer so ein Oberthema, das ihr bringt? Oder entsteht das einfach, wenn es soweit ist, dass die Leute dann vor Ort entscheiden, was so die Richtung ist, die sie einschlagen wollen? Hm. Wie sieht das aus? Mal so, mal so. Also im Januar machen wir immer als Challenge den Comic Jamuary. Da ist es dann einfach nur willkürlich, aber im April ist es zum Beispiel ein Piratenthema, dementsprechend hatten wir auch Piratencomics. Deswegen ist es, wie wir gerade Lust haben. Sehr gut. Mit wie vielen Leuten seid ihr angereist? Oh, ich glaube... 6, 7? Ja. Es gab ein Gruppenbild auf Instagram. Ah. Da waren wir 6 drauf. Aber plus Anna. Glaube ich, auch nicht ja, eben, drauf, aber ne? Es gibt auch noch ein paar, die nicht mit auf dem Foto drauf waren. Ja. Also schon eher so 10 dann eigentlich, ja, oder? Ja. Wir wachsen noch. Ja, ja, aber wir werden ja erst 2 Jahre alt. Ihr seid ja auch nicht mit allen gekommen, oder? Nein, nein. Na also. Das ist immer spannend bei diesem Jaja-Foto, ob ihr das kennt vom Jaja-Verlag, dieses 360-Grad-Bild, wo so gefühlt 100 Leute im Kreis stehen und dann machen die so ein 3D-Bild und springen alle rum und so. Das ist dann so Gruppenfotos sind toll. Also auf Discord sind wir 100 Leute, aber ich glaube live sind wir meistens eher so zwischen 5 und 10. Okay. Ja, und woran arbeitet ihr jetzt gerade? Gerade ist ja kein Comic-Jam. Nee, also wir haben ja nichts immer Großes, an dem wir arbeiten. Also ich meine, das Projekt ist ja die Community selber. Also jeder macht ja, ist ja aktiv darin, was er machen möchte, was er gerne rausholen will. Und wir haben ja da nicht dann, oh, wir machen jetzt einen Comic, sondern das Projekt ist tatsächlich die Community. Also sich zu helfen, zusammen Dinge zu machen, sich treffen. Und auch, wenn man nur sagt, oh, ich habe heute einen stressigen Tag gehabt und dann kann man einfach auch mal in einer Runde, die es versteht, auch einfach wenden. Das ist das Projekt, ein ongoing Projekt. Ich finde es halt total toll, weil es ja letztlich auch eine gute Kompensation gegen Einsamkeit während Corona gewesen sein müsste, oder? Genau. Und dann natürlich regelmäßig, also sind da auch Kontakten, vielleicht sogar Freundschaften entstanden? Tod. Oh ja. Ja, also Silas und ich, wir sitzen jetzt hier zusammen. Ich würde Silas schon zu einem meiner absolut engsten Freunden zählen. Mittlerweile. Und Tori hat uns über Google gefunden. Sie wurde nicht akquiriert. Ja, tatsächlich. Also ich komme halt aus Köln eigentlich, nicht aus München. Und ich habe... Zeichnergruppe Köln eingegeben und die Sketchpilots rausbekommen und dann habe ich herausgefunden, dass die zwar in München sind, aber halt vor allem während Corona war ja eh fast alles online und einfach nur, und die Community hat es mir auch einfach angetan, da konnte ich dann nicht wieder weg. Wer kann schon Nein sagen zu Piraten? Ja. Oh cool, jetzt sind wir beim Salon, ihr teilt euch einen Tisch oder haben jeder Person von euch einen Tisch, wie ist die Situation? Wir haben, also die hier sind, haben alle einen eigenen Tisch, also Beren, Tori, Silas, Ace und ich. Kathi ist bei der Comic Solidarity vertreten und die Anna ist als erster Vorstand beim Comicaze natürlich. Also ein bisschen verteilt, aber das ist voll schlau, sich so aufzustellen. Mehrere Tische zu haben, ist natürlich das Maximum, was geht. Ja, und man kann an diversen Tischen auch Stickers von uns mitnehmen. Ja. Ja, wir rekrutieren auch immer ganz fleißig. Ja, an den Kon selber. Ja, wie sieht es aus mit dem Publikum? Ist das hier eure Plattform? Ist der Comic Salon Erlangen genau der Ort, an dem ihr sein soll? Vor allem eben auch, habt ihr hier kaufkräftiges Publikum? Ja, also tatsächlich ist es auch ganz cool, weil wir auch, glaube ich, alle gerade so ein bisschen an unserem eigenen Comic arbeiten und sich dann auch tatsächlich mit Menschen zu vernetzen, die halt auch an den gleichen Sachen arbeiten und irgendwie dann so eine gleiche Passion irgendwie für das gleiche Thema haben. Also natürlich, also klar, die anderen KünstlerInnen auch, aber auch die Menschen, die halt einfach an den Ständen vorbeilaufen, mit denen man sich dann darüber austauschen kann und dann irgendwie connecten. Das finde ich, dieses ganze Menschliche, dann auch tatsächlich mit Menschen einmal zu sprechen und ja, dann dieses Erlebnis mitzunehmen, das ist wirklich was, das ist für mich zum Beispiel unbezahlbar. Das hatte ich davor überhaupt nicht. Und das finde ich auch super, dass wir da die Sketchparades so ein bisschen in den Hintern getreten haben, wenn ich da mal damit anfange. Dafür sind wir immer da. Wir können sehr gut Hintern treten. Ja, also. Ja. Deadline. Ja, wir haben monatliche so Projekt-Check-ins, wenn wir sagen, ich möchte das machen, dann treffen wir uns und sagen, hast du es gemacht? Und wenn nicht, warum? Damit einfach jeder auch sagt, weil es ist immer so, die Privatprojekte fallen immer runter, weil man hat dann Jobs oder man hat
leben. Und dann muss man einfach auch mal ein bisschen Zeit dafür machen und dann hat man so eine Gruppe, die sagt, jetzt machen wir das und kommen und das ist ja auch einfach eine sinnvolle Übung, wenn du irgendwie dich professionalisieren möchtest, auch sowas irgendwie in die Struktur, in den Rhythmus mit reinzubekommen. Gibt es bei euch im Team eigentlich auch eine Person, von der ihr sagen würdet, sie ist super duper ultra mega erfolgreich, jetzt auch unabhängig von den Leuten, die hier sind, vielleicht sogar wirklich auch so ein bisschen so eine Art Vorbild sein könnte für Anfangende? Also ja, wir haben ein Mitglied, das ist jetzt nicht mehr so aktiv, weil er ist nach UK gezogen. Mhm. Der war auch im UI, UX und Game-Bereich in München und hat dann aber während der Pandemie gesagt, ich nehme jetzt ein bisschen viel Geld in die Hand und habe einen Workshop besucht. Mhm. Und er hat in diesem Workshop halt noch wirklich so viel gelernt, dass er jetzt einen super krassen Concept-Artist-Job in UK gelandet hat. Bei einer Agentur, die machen nur Concept-Art für andere Sachen. Und der hat dann auch, wenn er öfter mal aktiv war im Online, dann hat er auch viel gestreamt und das war immer so, ey Markus, wie machst denn du das? Und dann, wie machst denn du Berge? Und dann nimmt er auch wirklich die Zeit und unterbricht, was er macht und sagt, hey komm, ich nehme den Brush und dann kannst du das so und so machen und das ist dann schon gut. Und das ist natürlich, je erfolgreicher Leute sind, desto weniger Zeit haben sie dann auch für Spaßsachen. Aber es ist, keiner sitzt auf seinem Wissen und die Kathi ist ja auch sehr erfolgreich mit ihren Sachen und die sagt auch immer, ja, ich mache da gerade ein großes Comic-Projekt und sobald ich drüber reden darf, mache ich einen Workshop. Was ist das A und O von Comics machen, von der Planung bis zur Umsetzung und allem? Und deswegen ist es ja auch, was ist Erfolg für einen? Ne? Ja, genau, ja klar, ganz subjektiv letztlich alles, ja. Genau. Da finde ich toll, gerade so dieses Internet-Ding. Und unter vier Augen sagt man sich natürlich durchaus mal Dinge, die man öffentlich so in der Form nicht sagen würde, gerade wenn es mal zum Beispiel um die Zusammenarbeit mit einem Verlag oder sowas geht. Ne? Das ist einfach, ich finde es ganz toll, was ihr da macht. Und ich glaube, ich wünsche euch da vor allem weiterhin viel Erfolg. Dankeschön. Haben wir irgendwas nicht angeschnitten, liebe Alisa? Haben wir irgendein Thema, was wir ganz dringend besprechen müssen, weil du bist voll Profi, du weißt genau, was wir hier unterbringen wollen. Irgendwas nicht erzählt. Ganz, ganz wichtig zu sagen, wir sind total toll und kommt alle zu uns. Das ist doch hoffentlich klar geworden jetzt hier. Ladies and Gentlemen, vielen Dank, dass ihr da wart. Bis zum nächsten Mal. Viel Erfolg und Spaß noch beim Salon hier. Ciao. Danke. Danke. Eines der Gespräche, die beim Comic Salon Erlangen 2022 leider nicht stattfinden konnten, aus diversen Gründen, konnten wir glücklicherweise jetzt hier nachträglich nochmal nachholen. Und es ist mir eine totale Freude, jemanden zu begrüßen, der verschiedensten Sachen schon gemacht hat im Comic-Bereich. Ich habe unter anderem den Freistaat Flaschenhals vor gar nicht allzu langer Zeit erst für mich entdeckt, eine Entdeckung in der Bibliothek und ich fand es total toll und habe dann auch noch jetzt hier in Vorbereitung für den Salon etwas gelesen, was ohne Scherz bestimmt das Lustigste ist, was ich im Comic-Bereich seit langer, langer Zeit gelesen habe, mit den Känguru-Comics. Also Leute, ich habe noch nicht mal das komplette Buch durch und ich habe mich schon so bekringelt und kann schon so ein Urteil abgeben, dass ich wirklich, ich fand's lustig und ich lese echt eine Menge Zeug und ich bin echt selten aus der Reserve hervorzulocken, aber das war schon nicht schlecht und ich bin total happy, dass er da ist. Freue mich auf unser Gespräch. Hallo, ich bin der Andi und wer bist du? Ja, hi, ich bin der Bernd. Und was war das für eine Intro? Klasse, wow. Ja Mensch, moin Bernd, wie geht's dir? Kurzum nochmal für die Zuschauer, beziehungsweise fürs Publikum, die das Ganze hier hören. Es kommt ja auch erst Mitte August unser Gespräch raus. Wie geht's dir? Hast du Erlangen halbwegs gesund überstanden? Ja, auf magische Weise. Also wenn ich schaue, wie viele Leute, mit denen ich direkten Kontakt, meistens im Außenbereich, muss ich sagen, hatte, die da danach tatsächlich da niederlagen und bettlägerig waren und die das Virus im Griff hatte. Wenn ich das bedenke, ist es umso magischer, dass es mich nicht erwischt hat. Also ich habe Erlangen gut überstanden. Die Hitze war furchtbar. Ich bin kein Sommerfan. Und wenn man dann mit sowas konfrontiert wird und dann in diesen Hallen, das und noch mit Maske, die hatte ich auch noch an, das ist schon hart. Aber Erlangen hat so viel Positives im nicht medizinischen Sinn zu bieten, dass man das gerne in Kauf nimmt und es ist immer wieder toll. Also ich habe mich sehr gefreut, dass es dieses Jahr stattgefunden hat und bin froh über jeden Eindruck, den ich da mitnehmen konnte. Und es waren sehr, sehr viele in den zwei Tagen, in denen ich da war. Vielleicht gerade nochmal, weil wenn man den aktuellen Power Comics Podcast gehört hat, wo es auch ganz ausgiebig um deine Biografie geht, die beiden Jungs haben sich da intensiv mit dir beschäftigt und du hast da wirklich Rede und Antwort gestanden, da kommt unter anderem auch raus, dass du Erlangen ja schon kennst. Du warst da hin und wieder schon mal. Erzähl doch mal, wie sind so deine Eindrücke von den letzten Jahren, auch vielleicht von den Veränderungen, die Erlangen mitgemacht hat? Kannst du da Vergleiche zum aktuellen Jahr ziehen? Also Erlangen ist tatsächlich in meiner Erinnerung immer heiß. Also das war, da war es immer sehr warm. Das ist das, was ich sofort mitnehme als Erinnerung. Dann muss ich sagen, habe ich ja so eine seltsame, naja, wahrscheinlich normale, aber für mich seltsame Entwicklung gemacht, weil ich mir das nie
erträumt hätte, dass es so läuft. Also ich hatte ursprünglich für Zwerchfell, ich kann es nicht mehr genau datieren, es muss so Anfang der 2000er Jahre gewesen sein, einen dieser Grimm-Comics illustriert. Flix, mein Kumpel Flix, hat den für mich adaptiert. Ich habe den Eisenhans mir ausgesucht und dann hat Zwerchfell mich eingeladen, in Erlangen diesen Band zu signieren. Das war mein absolut erster Kontakt mit Erlangen. Da bin ich auch damals tatsächlich morgens hin und abends zurück. Und bin gleich ins kalte Wasser und habe dort signiert. Dann hat mich Eckart Schott von Salek eingeladen, meine anderen Sachen, die ich gemacht habe, so Cornelsen-Comics für den Schulbuchverlag, das waren auch Comics, und meine Saarland-Sachen mitzunehmen und dort zu signieren. Und später halt, kam dann tatsächlich Carlsen, habe ich Münchhausen dort signiert, Freistadt Flaschenhals fiel flach, das war ja gerade das Erlangen, das ausfiel. Und jetzt halt die Känguru-Comics präsentiert. Und für mich ist natürlich, wenn ich das so vergleiche persönlich, ist es natürlich immer eine Steigerung gewesen an Aufmerksamkeit und an Masse von Büchern, die ich zu signieren hatte und Leute, die ich kennengelernt habe. Ansonsten muss ich sagen, finde ich halt die Entwicklung, dass es in diesen Zelten oder Hallen innerhalb der Stadt ist, wirklich sympathisch. Und so schön, wie die Erinnerungen an die Heinrich-Lades-Halle sind, auch da so die Treppe hochzugehen, von oben das alles so zu gutachten und wirklich alles auf einem Haufen zu haben, im wahrsten Sinne des Wortes. Das hat schon was gehabt, aber das jetzt so raus zu entzerren und über die Stadt zu verteilen, auch mit den ganzen Orten, die man dann ja nochmal näher hat, die ganzen Museen und kleinen Galerien und so weiter, also das macht es noch sympathischer. Ansonsten weiß jetzt nicht, auf was du genau anspielst oder was die anderen so erzählt haben. Ich bin immer so geflasht von den Eindrücken, dass ich so Entwicklungen, wer wurde denn jetzt gerade nominiert, wer hatte denn gerade nicht den Preis gekriegt, wer hätte ihn denn verdient gehabt, das kommt mir immer erst später, wenn ich mich damit beschäftige, muss ich sagen. Also das ist ja so, geballt kommt das alles auf einen zu. Ich verfolge das natürlich aufmerksam, war auch öfter mal bei der Preisverleihung dabei, als Zuschauer, muss man auch mal erlebt haben, und war da auch mal der Meinung, dass da auch durchaus Künstler nicht vertreten sind, denen ich es gegönnt hätte, ja, dass sie auch mal was kriegen. Aber auf der anderen Seite verstehe ich auch die Herangehensweise, Leuten eine Plattform zu geben, die sie sonst nicht haben, und bin da sehr, sehr cool damit und finde auch dieses Jahr mal sind welche dabei, wo ich echt mich freue auch, dass die es jetzt gekriegt haben. Ja, das wären so die Eindrücke von Erlangen, der Vergleich persönlicher Art, ja, wie sich das über die Jahre für mich entwickelt hat. Das sind genau die Sachen, die ich wissen wollte. Und okay. Dann muss man mal festhalten, dass Erlangen ja nun wirklich voller Highlights steckt. Also ich sage mal Erlangen als Synonym für den Salon, ne? Aber ich glaube, das ist wohl klar. Ja. Das ist ja wahnsinnig toll. Es gibt unheimlich viele Ausstellungen und unter anderem auch endlich mal eine Ausstellung von deinen Sachen, beziehungsweise euren Sachen viel eher, die ihr bei den Känguru-Comics präsentiert bzw. gemacht habt. Und ich habe auch ein paar warme Worte mit dem Nils Oskamp gewechselt, der, glaube ich, auch nicht ganz unbeteiligt daran war, dass es überhaupt zu dieser Ausstellung gekommen ist. Vielleicht kannst du uns da mal ein bisschen erzählen, wie kam es denn letztlich zur Ausstellung, die jetzt erst im kleinen Rahmen ja stattfand in Erlangen und demnächst auf großer Bühne stattfinden wird? Ja, also ich glaube tatsächlich, dass Nils Oskamp da der Stein des passt ja zu seinem Werk, der Stein des Anstoßes war und dort einen guten Tipp, ein warmes Wort für uns eingelegt hat, und zwar im Erika Fuchs Haus. Und die haben sich dann gemeldet und ich traute meinen Ohren nicht, weil das ist natürlich schon eine super Plattform, eine super Bühne für meine Zeichnungen, die ja hier in einem Karton liegen und dort dann wirklich präsentiert werden, schön kuratiert und mit ganz vielen tollen Ideen dort gezeigt werden. Und ein kleiner Ausschnitt war dann ja auch in Erlangen zu sehen, im sehr schnuckeligen Erlanger Comic Museum. Und so ist es gekommen, ja. Und wir haben dann gemeinsam überlegt, was zeigt man denn? Weil das, was da entstanden ist über die anderthalb Jahre, in denen es jetzt die Känguru-Comics gibt, ist ja schon ein großer Batzen. Wenn du das Buch vorhin angesprochen hast, das ist ja schon mal ein volles Buch, wenn man es so durchblättert, aber ja, da war ja noch, ist ja mittlerweile schon wieder ein halbes Jahr dazugekommen. Und da hat sich schon einiges angesammelt, auch an ersten Skizzen, also wirklich allerersten Skizzen, die ich dann auch noch gefunden habe und mitgegeben habe.
Das wird alles zu sehen sein und das freut mich doch wirklich sehr und ehrt mich sehr, dass es diese Bühne gibt und die Ausstellung wird auch richtig lange dort in Schwarzenbach an der Saale zu sehen sein. Nämlich jetzt von, ich glaube, diese Woche ist die Eröffnung, bis dann im November. Und wenn alles gut läuft, bin ich zur Finissage auch vor Ort. Jetzt zur Vernissage habe ich es nicht geschafft, aber werde dann dort sein und mir das auch selbst anschauen und bin schon sehr gespannt drauf. Liebe Hörende, wenn ihr die Gelegenheit habt, nehmt sie wahr und vor allem nehmt eine Packung Taschentücher mit. Es könnte sein, dass ihr Tränen lacht. Es ist wirklich unheimlich unterhaltsam. Wie gesagt, ich bin eher so der alte, krummelige Mann, aber ich habe mich schon einige Male beömmelt bei dem kleinen Teil, den ich überhaupt bis jetzt gelesen habe. Ich habe ja im Pauk Comics Podcast bereits gehört, also da wirklich auch die große Empfehlung, wenn ihr noch mehr Details auch zur aktuellen Arbeit wollt, dann hört da unbedingt rein, dass die Skripte tendenziell ja alle von Marc Uwe kommen. Ist es auch mal andersrum gewesen, dass die Idee für den Gag oder für die Szene auch mal von dir gepitcht worden ist? Ja, also es gibt im Buch ja auch Skizzen am Schluss im Anhang, wo auch steht, dass manchmal durch Skizzen, die mir einfallen, eine Story gestrickt worden ist. Es gibt auch Themen, die ich vorgeschlagen habe. Allerdings sind es tatsächlich sind es die Ausnahmen. Ja, also dass wir über Gags und sowas diskutieren, das kommt vor. Vier Augen sehen da mehr als zwei. Mhm. Aber die meisten Sachen kommen tatsächlich von Marc Uwe und das ist ja auch vollkommen korrekt und ich meine, ich bin kein Autor, er ist kein Zeichner. Es gibt ja eine Originalzeichnung von ihm im Buch, das ist auch, wo Marc Uwe, die Figur Marc Uwe dann sich entscheidet, die Comics zu zeichnen. Das ist tatsächlich eine Originalzeichnung von Marc Uwe und das stellt so ungefähr sein Spektrum da an was er so kann an Kunst. Und wie gesagt, ich bin kein Autor, ich bin kein komischer Autor vor allen Dingen und das ergänzt sich dann ganz gut. Ich habe nur dieses große Glück, diese Skripte immer lesen zu dürfen als Erster und das amüsiert mich doch sehr, sehr und da freue ich mich jedes Mal drauf, wenn die hier eintrudeln. Es gibt eine Storyline, da kurze Anekdote dazu, ich glaube, die habe ich bei Pau auch schon erzählt, aber die ist so witzig, dass man sie mehrfach erzählen kann. Da schreibt nämlich dann Bernd, ich komme mir selber vor, Bernd, ja, die Comicfigur, schreibt dann über ein paar Tage lang die Strips, was aber im Endeffekt auch nicht ich war, sondern halt Marc-Uwe Kling im Hintergrund. Und das war offenbar so überzeugend präsentiert, dass mich Leute darauf angesprochen haben und gesagt, ja, du schreibst doch witzig, das ist doch toll, also es gefällt mir, was du da schreibst, aber ich war es halt nicht. Also da wir ja mit der Metaebene spielen, verwischt das manchmal so, ja, also dann weiß man nicht mehr, wo Realität und wo Fiktion beginnen beziehungsweise anfangen. Aber so ist es normalerweise. Also er schreibt es, ich zeichne und ich habe aber so viel freie Hand bei der Inszenierung, dass es mir wirklich riesen Spaß macht, diesen Worten dann quasi zeichnerisches Leben einzuhauchen. Diesen Spaß habe ich beim Lesen auf jeden Fall auch gespürt und das, wie gesagt, toll. Jetzt habe ich mir mal erlaubt, hier bei uns in der Community auch mal die Möglichkeit zu geben, dass das Publikum hier Fragen stellen kann und möchte mal zwei, drei rausfischen. Du hattest ja unter anderem auch schon den Münchhausen-Comic auch angesprochen, den du in Zusammenarbeit mit Flix gemacht hast. Flix hat in dem Zusammenhang wohl eher nur als Autor fungiert und du hast hier die Zeichnung umgesetzt. Ist es richtig? Und wenn ja, wie lief da die Zusammenarbeit eigentlich ab? War das ungewohnt für Flix eigentlich, dass auch wenn es jetzt schon ein bisschen her ist, dass er hier nur die Texte liefern musste? Ja, also es war ein ausdrücklicher Wunsch von ihm, das so zu machen, zu sagen, ich würde gerne mal was schreiben, was jemand anderes zeichnet. Und mir kam das recht, weil so eine Graphic Novel zu schreiben, ich würde es zwar gerne mal probieren, aber zu dem Zeitpunkt sah ich das noch nicht. Und dann war es halt so, dass Flix jetzt nicht in Worten geschrieben hat, sondern in ganz rudimentär einfachen Scribbles. Ja, und deswegen hat er dann grob die Story aufgezeichnet und ich habe das dann genommen als Basis und dort daraus dann quasi die Geschichte zeichnerisch entwickelt. Habe mich teilweise bei diesen Dialogszenen, wenn Freud mit Münchhausen spricht in dieser kleinen Kammer, sogar relativ nah an seinen Zeichnungen orientiert, weil Talking Heads sind halt Talking Heads. Da musste man schauen, dass man es ein bisschen variiert von den Einstellungen her und so weiter. Aber bei den Action-Szenen, da habe ich natürlich sehr viel Eigenes nochmal reingebracht. Wie die Geschichte entstanden ist, war folgendermaßen, wir hatten die Möglichkeit, einen
ein Projekt anzugehen. Wir haben das von Carlsen, sprich von Klaus Schikowski, grünes Licht bekommen und ich wollte immer schon, das ist schon seit Jahrzehnten, kann man jetzt fast sagen, den Münchhausen-Stoff irgendwie angehen. Und deswegen war die Entscheidung relativ klar. Ich wollte das Ganze zwar im 18. Jahrhundert weiterhin spielen lassen, aber Flix hatte dann die großartige Idee, es ins 20. Jahrhundert zu übernehmen, zu übersiedeln. Und dann kam er noch auf den, übrigens war es die Mondlandung, die wir als Anhaltspunkt haben wollten, also die 60er. Aber dann kam er auf die großartige Idee, Sigmund Freud auf Münchhausen treffen zu lassen, beziehungsweise auch umgekehrt. Und dann nahm das Ganze seinen Lauf und es war so, er hatte mir immer Versionen dann geschickt und auch dort durfte ich meinen Senf dazugeben und ein paar Vorschläge machen, die Flix genauso unkompliziert wie Marc-Uwe Kling da auch gerne übernommen hat und eingebaut hat. Und so wurde ein Werk draus, das uns beiden auch heute noch gefällt und wo es ja auch schon eine Theaterfassung gab und es sind auch noch weitere Projekte in Planung und von daher, die noch darauf basieren. Also das war ein schönes Ding, was uns sehr viel Spaß gemacht hat. Tatsächlich ist das auch eine weitere Frage, die in dem Fall dann vom lieben Steffen kommt. Dieses Theaterstück, das du angesprochen hast, da gab es ja wie gesagt diese Umsetzung. Bist du dann in irgendeiner Form auch beteiligt gewesen? Nee, das war das total Angenehme. Das war ja die Drehbühne in Berlin, die das inszeniert hat. Und zwar, das war mir gar nicht so bewusst am Anfang, das ist wirklich eine 1:1 visuelle Umsetzung der Comiczeichnungen ist und auch des Stoffs. Also die haben wohl Dinge geändert. An manchen Stellen, wir saßen im Theater, Flix und ich bei der Premiere und dachten, wow, das ist ja super gelöst, ja. Und so haben wir es gar nicht gesehen. Also jeder hat ja dann bei seiner Adaption Freiheiten. Aber wenn man sich die Bilder, und die sind auch immer noch im Internet zu sehen, und ich glaube, die spielen es auch noch mal, wenn man sich das anschaut, die haben die Masken so gemacht und auch die Kostüme, dass das die Schwarz-Weiß-Figuren sind, quasi die ich gezeichnet habe. Und das war so verblüffend, die haben dann mit Videoprojektionen gearbeitet und Ähnlichem. Und das sieht aus wie ein Comic, der auf die Bühne gekommen ist. Und zwar 1:1. Also das war sehr, sehr verblüffend und hat uns auch sehr gut gefallen. Klingt nach etwas, das wir Comic-Fans uns auf jeden Fall genauer anschauen müssen. Ja. Und deshalb noch zum Schluss die letzte Frage vom lieben Patrick. Dann geht's ausnahmsweise tatsächlich mal wieder ums Känguru. Denn er ist, wie wir alle, auch so ein bisschen Fan der Figur des Pinguins. Und er fragt, ob wir uns auf den nochmal in irgendeiner Form freuen können. Wird der wiederkehren? Gibt's ein Comeback des Pinguins? Ja, also er war ja schon, ich glaube, zweimal zumindest zu sehen. Und jetzt frisch in Erlangen, dann schließt sich der Kreis im Gespräch. Wir hatten ja eine Lesung gemacht in der Heinrich-Lades-Halle vor sehr vielen Menschen. Ja. Und diese Lesungen, es gab auch schon mal eine bei der Lit Cologne, diese Lesungen, die wir gemeinsam machen, also er liest und ich zeichne live und wir überlegen uns dann mit dem Publikum zusammen einen Strip. Auf der Lit Cologne haben wir sogar zwei geschafft. Und hier, weil der erste so relativ aufwendig war, mit Markus Söder, der auf einem vollen Bahnsteig mit einem 9-Euro-Ticket, also das war schon sehr, sehr aufwendig und in der Kürze der Zeit nicht so detailliert zu zeichnen. Also weil das so lange gedauert hat, sind wir mit dem zweiten nicht weitergekommen. Aber der zweite begann damit mit der Idee, dass sich das junge Känguru, das kleine Kinderkänguru, und der junge Pinguin zum ersten Mal irgendwie gegenüber sitzen. Und das habe ich auch schon dann gezeichnet, live während der Veranstaltung. Und wir haben uns dann auch einen Gag überlegt. Und ich glaube, da wir die beiden Strips, die bei der Lit Cologne entstanden sind, auch tatsächlich in die reguläre Reihe eingebaut haben, dass dieser Strip jetzt auch in die reguläre Reihe kommen wird und seinen Weg dahin finden wird. Und dann, um die Frage zu beantworten, ist der Pinguin wieder da. Mega. Lieber Bernd, vielen, vielen Dank für die Zeit, für das kurze Gespräch, das wir heute führen konnten. Wie gesagt, ich werde es nicht nochmal wiederholen, aber es ist schon ganz schön lustig, was ihr da macht. Und ich hoffe, dass ihr noch sehr viel mehr Lesende da draußen finden könnt. Und ich finde es auch toll, dass wir das Ganze jetzt in gesammelter Form bekommen. Demnächst ist ja irgendwie noch auch, glaube ich, die Taschenbuchausgabe in Planung, richtig? Richtig. Die kommt, glaube ich, im September. Und wie die römische 1 auf dem Buchrücken vermuten lässt, wird es auch einen zweiten Band geben mit den nächsten Sammlungen. Also wir machen weiter. Es freut mich so sehr, dass du das witzig findest. Das tun ja auch offenbar sehr viele. Und wir machen weiter. Und auch wenn wir jetzt gerade in der Sommerpause sind, beziehungsweise wenn im August sind wir dann wieder online, dann geht's weiter in gewohnter Form.
Fantastisch. Mega. Dank dir vielmals und ja, schönen Tag noch. Tschüss. Ich habe zu danken. Ciao. Bis dann. Die Herren, die jetzt hier bei mir sitzen, die haben sich ganz proaktiv bei mir gemeldet, aber irgendwie auch schon ein paar Mal innerhalb dieses Comic-Salons. Und ich sage euch, ich glaube, die sind total sympathisch. Die haben eine Leseprobe mitgebracht und es erscheint bald, hoffe ich, bei einem großen deutschsprachigen, also deutschen Verlag. Und jetzt müssen wir echt mal gucken, was hier los ist. Hallo, ich bin der Andi. Und wer seid ihr? Hi, ich bin der Matze und das ist... Ich bin der Jan, hallo. Guten Morgen. Wie geht's euch denn nach dem gestrigen Comic-Party-Abend? Gut, gut. Ich bin etwas übermüdet, davon abgesehen, ziemlich gut. Ja, ich bin immer noch euphorisiert, aber ich verstehe jetzt mittlerweile, wie die CIA-Methoden funktionieren, 3 Tage Schlafentzug und wie das Gehirn dann abbaut. Das heißt, wenn du jetzt Fragen stellst, wird euch mehr Preis geben, als ich je in meinem Leben. Alles klar. Nein, jetzt mache ich mich auch noch darauf aufmerksam. Woher kennen die euch eigentlich? Wir haben uns auf einer Hochzeit gelernt, im Wesentlichen. Ja, es war Comicliebe auf den ersten Blick. Ja. Da sitzt man zusammen, denkt sich, ach, guck mal, der sieht aus wie ein Comic-Künstler, sprichst du mal an oder wie läuft das? Also es war tatsächlich so, dass Braut und Bräutigam sich gedacht haben, ah, okay, da ist ein Comic-Nerd, da ist ein Comic-Nerd, setzen wir die mal einfach an einen Tisch. Und es war tatsächlich so, dass ich zu dem Zeitpunkt, also ich bin Texter, ich arbeite für gewöhnlich fürs Fernsehen und wollte immer mal einen Comic machen, aber ich kann halt nicht zeichnen. Mhm. Und ja, und ich hatte zu dem Zeitpunkt, hatte ich angefangen an einer Idee für einen Comic zu arbeiten. Und dann traf ich auf Jan, von dem sich herausstellte, dass er ein begnadeter Zeichner ist und aber noch nie so ganz eine Geschichte zusammenbekommen hat. Und dann war das so, Magic. Und ja, so kam er. Und direkt ins kalte Wasser rein, habt ihr jeweils da schon mal was, noch nie hat der Jan was gemacht, eine komplette Story so in dem Sinne. Wie waren generell so ein bisschen auch eure Comic-Erfahrung? Hast du schon mit anderen Menschen vielleicht so Kurzgeschichten mal gemacht, irgendwas Illustratives oder war das für dich ein kompletter Sprung ins kalte Wasser? Für mich war es ein kompletter Sprung ins kalte Wasser, was den Comicmarkt angeht. Also ich bin Drehbuchautor für diverse Soaps und solche Geschichten. Und von daher war Geschichten erzählen jetzt nicht völlig neu für mich, aber im Medium Comic, das war komplett neu oder ist komplett neu. Jan, wie war das bei dir? Ja, ich arbeite als Illustrator jetzt schon seit langer Zeit und habe immer wieder zum Comic zurückgefunden und habe immer so kleinere Projekte gemacht. Es waren halt immer so Fingerübungen oder halt, wie gesagt, kleine Beiträge zu Sammlungen, Geschichtssammlungen und so weiter. Und das ging dann nie über die 10, 20 Seiten hinaus. Und der große Wunsch, mal einfach so einen schönen großen Erzählrahmen zu haben und den abzugehen und dann mit einem Ende und dann auch wirklich den Leser auf eine Reise mitgenommen zu haben und durch Emotionen geschickt zu haben und so weiter, das war halt immer das große Verlangen bei mir. Und und irgendwie, wenn das so groß ist, dann traut man sich das manchmal auch nicht anzugehen. Und da braucht es dann einfach mal einen Autoren, mit dem man sich auch einen Ball zuspielen kann. Und jetzt seid ihr auf einem guten Weg, denn ihr arbeitet zusammen. Ihr habt scheinbar ein Thema oder auch ein Werk, ein Projekt gefunden, an dem ihr arbeiten möchtet. Erzählt doch mal, was ist das, was ihr hier als Leseprobe sogar schon mitgebracht habt? Ja, das ist unser Comic Ein verdammter Handschlag, der nächsten März erscheinen wird bei Splitter. Es ist eine Horrorkomödie. Es geht im Wesentlichen, ganz kurz zusammengefasst, um einen Typen, einen kleinen kriminellen Loser, der so... Luca Stoffels, der in Geldschwierigkeiten steckt und dann angeboten bekommt, seine Seele zu verkaufen und damit seine Schulden los zu sein. Und weil er den ganzen Quatsch natürlich nicht glaubt, Seelen verkaufen, was für ein Quatsch, ja klar, ich schlag mal ein, muss dann aber feststellen, dass er tatsächlich seine Seele an einen Dämon verkauft hat und noch 24 Stunden Zeit hat, aus der Nummer rauszukommen, bevor er in die Hölle fährt. Und der Comic erzählt im Wesentlichen die Geschichte dieser 24 oder eigentlich 36 Stunden, von denen er allerdings die ersten 12 Stunden ausgenockt ist. Von daher sind es dann nur noch 24. Aha. Ja, und das sind die, das ist die Story im Wesentlichen. Spielt komplett in der Neuzeit, das heißt also, genau. Das sind, ist das dann, wo ist das denn, gibt es eine Stadt, in der das spielt? Ja, es spielt in Köln, im Hier und Jetzt. Im Kölner Karneval? Im Kölner Karneval, genau. Also wirklich mit Beginn des, muss ja als Außenstehender zu sagen, mit Beginn des Kölner Wahnsinns geht auch der Wahnsinn im Leben Luca Stoffels los. Ja. Und wahrscheinlich so bis über dann, die Tage oder die 24 Stunden entfaltet sich das dann so, also mit, grob. Mit auch noch einem Epilog, der
Und sind es die Geschichten, die dich interessieren? Ich habe jetzt mal ein bisschen geblättert. Es ist, ich weiß nicht, ob ich das funny bezeichnen würde, aber es hat garantiert humoristische Inhalte oder Teile. Ne? War das die Geschichte, die du erzählen wolltest, vielleicht auch zur Kompensation zu anderen Sachen, die du geschrieben hast? Wie sieht's aus? Was hat dich gereizt, die Geschichte so in der Form, auch so dieses Dämonen-Ding und so zu erzählen? Was hat dich da gereizt? Also ich bin einfach ein riesiger Fan von Horror, Science-Fiction und Fantasy. Und das ist einfach so der Bereich, in dem ich mich wohlfühle. Und ja. Und das wollte ich so ein bisschen verknüpfen mit der Realität, mit Köln, meiner Heimatstadt. Ja. Da haben wir jetzt hier unseren Protagonisten. Erzähl doch mal so ein bisschen zum Produktionsprozess, wenn man so will. Wie sieht's aus mit zum Beispiel sowas wie Character Design? Ja. Wird das gemeinsam gemacht? Hast du ihm Vorschläge gemacht? Wie lief das ab, was so diese, ja, das Design auch der Figuren anging? Ja, ich habe erstmal von Matze ein Treatment bekommen und da kam die Story so vor mir, hat sich halt erstmal so ein bisschen entfaltet und dann mussten erstmal so ein bisschen Bilder im Kopf entstehen, wie die Figuren denn alle aussehen könnten. Und das war tatsächlich ein sehr langer Prozess, der hätte vermutlich kürzer sein können. Also ich habe so ein bisschen Entwürfe gemacht, also wir hatten ein Treffen in Köln, ich habe ihm eine Zeichnung gezeigt. Der Dämon sah am Anfang aus, zack, Arm, Bein, Schwanz, Hörner und so weiter. Die Figuren waren sehr relativ einfach und wir haben ja erstmal ein Konzept gemacht und sind zum Verlag gegangen und haben da haben die gesagt, ja cool, sieht cool aus, macht mal und so weiter. Ja. Und dann haben wir dieses komplette Roughboard runtergezeichnet und da haben sich andere ZeichnerInnen, werden das wahrscheinlich kennen, die Figuren nochmal ordentlich verändert und man kriegt natürlich dann ein ganz anderes Gefühl für die Charaktere und die wurden dann immer extremer und nachdem dann das Roughboard fertig war, habe ich mich hingesetzt, so, jetzt hat sich ganz viel entwickelt, jetzt mache ich mal ein Character Design. Turnarounds, wie sehen die Leute von vorne, von hinten aus, Moodboards, was haben die für Klamotten an, wie viele Umzüge gibt es in der Geschichte, was haben die für Outfits. Bei Luca ist es so, der wird immer ramponierter und wir machen auch Zeitsprünge, da musste ich mir auch immer merken, okay, wie viel Blut klebt dem armen Mann jetzt im Gesicht? Ach ja. Hat er da schon das blaue Auge? Aha. Sind hier die Gliedmaßen gebrochen oder so? Also das ist, man kennt das auch manchmal so ein bisschen von so Splatterfilmen, wenn so die Leute am Ende komplett runtergerockt sind. Ich liebe das und das passiert unserer Figur halt auch. Und ja, da hat es einfach nochmal so eine Durchdeklinierung gegeben, so welche Formen haben die, okay, der Bösewicht, der hat dann eher so, der hat auf jeden Fall diese Shapes unterm Bart, die dann irgendwie das so ein bisschen vervollständigen, sein dämonisches Grinsen und der muss auf jeden Fall immer was mit dem Kragen tragen. Nada Tomic zum Beispiel, die war am Anfang total basic, die wurde dann immer krasser von ihrer Frisur her und dann schraubte sich das aber wieder ein bisschen zurück. Und das war richtig gut, nochmal diese Schleife zu gehen und erstmal grob, so werden sie, dann erzählen, ah, so fühlen sie sich an und dann nochmal wieder ins Technische gehen und sagen, okay, jetzt schrauben wir das fest und jetzt untermauern wir das auch ein bisschen mit Formsprache und so weiter. Klingt potenziell nach richtig viel Bonusmaterial, das wir irgendwann dann auch ganz hinten abgedruckt kriegen. Im Appendix bei Splitter seid ihr nämlich untergekommen im Comic. Erzählt mal, wie ist das denn passiert? Ich fange mal an. Ich habe eine große Liebe für die ganzen Produkte, die Splitter da gerade rausbringt. Ja. Die ganzen Hardcover-Bände und so weiter, die fand ich mega geil. Und ich habe mal irgendwann für eine Comicsammlung habe ich mal von der Odyssee die Geschichte mit Polyphem, dem Zyklopen, gemacht. Und dann meinten auch Leute, das sieht aus, als könntest du bei Splitter irgendwie unterbringen. Und da haben wir auch schon mal so vorgefühlt, stilistisch, ja, sieht cool aus und so. Und dann wusste ich, dass das würde in das Programm schon ein bisschen passen. Wir haben noch zwei weitere Verlage im Visier gehabt, die wir hätten fragen können oder auch gefragt haben. Und im Endeffekt, das war jetzt ja genau vor 4 Jahren, dass wir da mit unseren Konzepten, das war ja im Prinzip, waren das 6, 8 Beispielseiten, Treatment, Character Designs vorgestellt und so weiter. Vorher schon mal als PDF rausgeschickt und dann nochmal an den Stand gegangen. Hallo, wir sind das übrigens, wollt ihr das haben oder nicht? Und bei Splitter hat das dann halt auch geklappt und im Nachhinein war ich so richtig froh, dass es mit Splitter geklappt hat, weil da schließt sich für mich ein Kreis, das ist halt irgendwie, ich weiß jetzt, dass wir mit diesem Hardcover-Format auch rauskommen und dann stehe ich da neben diesen anderen Lieblingsbüchern von mir, steht dann halt unsere Geschichte und das ist auch so ein Antrieb gewesen, so geil, da werden wir dann auch stehen. Habe ich mich einfach wirklich ganz ehrlich gefreut, dass wir dann dort gelandet sind. Ich merke schon, da spricht auf jeden Fall ein Fan. Ist es so, wenn ihr zusammenarbeitet? Ich vermute, es gibt gewisse so Feedback-Schleifen unter euch gegenseitig. Kann da mal ein bisschen erzählen. Könnt ihr eigentlich noch über den Inhalt reden oder müsst ihr erstmal die ganze Zeit generell über Comics rumnerden? Das passiert jedes Mal tatsächlich. Aber jetzt habe ich einen Faden verloren. Wie ihr miteinander arbeitet. Ja, genau. Also das ist auf jeden Fall, das wollte ich gerade schon sagen, das ist auf jeden Fall so eine Feedback-Schleife, die bei uns
passiert. Also die Character Designs und der Input von Jan hat ganz massiv auch nochmal die Geschichte verändert und massiv verbessert. Und also hat ganz neue Elemente nochmal eingebracht, wo sich die Geschichte dann eben einfach verändert hat. Auch der Handlungsverlauf geändert? Oder wirklich so mehr so optisch-atmosphärische Sachen? Ja, auch tatsächlich der Handlungsverlauf hat sich nochmal, also das fünfte Kapitel also hauptsächlich, ne? Das fünfte Kapitel hat sich nochmal groß verändert und es wurden auch nochmal, also Jan hatte am Anfang absolut im Rückblick berechtigte Kritikpunkte, wo vielleicht Punkte waren, wo man die Geschichte noch nachbessern konnte. Und das haben wir dann auch getan. Also die Rolle von unseren menschlichen Bösewichten ist noch deutlich größer geworden. Auch die Dämonen sind viel größer noch geworden. Die sind elaborierter auch geworden. Mhm. Also ich habe dann wirklich dann, es geht wahrscheinlich vielen ZeichnerInnen so, dass man irgendwie so in diese Worldbuilding-Falle gerät. Mhm. Oh, ich will was erzählen und dann, oh, das, das und das und das und das und was passiert in der Geschichte? Ja, und da ist die Stadt und du musst das doch wissen und die Monster, die funktionieren so. Und das... Das stimmt. Also wir haben bei dem Dämonendesign und Höllendesign ging es dann nochmal in so eine weitere Schlaufe. Ja, wir haben so eine komplette Mythologie eigentlich noch erschaffen, wie Dämonen bei uns funktionieren, wie die Hölle bei uns funktioniert, was das für ein Haufen ist, der da rumläuft. Worldbuilding. Ja, also das ist gar nicht jetzt so unbedingt alles ins On geflossen. Es bildet so eher den Hintergrund, vor dem sich dann unsere Geschichte erzählt. Wir wollten halt nicht alles so austexten erklären, es funktioniert so und so, sondern wir werden in diese Welt geworfen und es wird dann vielleicht auch eher angedeutet oft, aber es ist in unseren Köpfen existiert eine komplette Welt dahinter nochmal. Wird es eine abgeschlossene Story sein oder werden es mehrere Bände? Wie ist der Plan? Das ist jetzt ein abgeschlossener Band mit Stand jetzt 152 Seiten und die ist komplett abgeschlossen. Die ist natürlich offen für eine Fortsetzung, falls sie Erfolg haben sollte, ja, klar, aber in sich ist die abgeschlossen. Und wie ist der aktuelle Sachstand? Wann kommt es raus und wie ist es, also ist es schon durch? Ist fertig? Dauert nur noch Druck oder wie ist die Situation gerade? Also sie ist fertig geschrieben. Der liebe Jan ist noch ein bisschen beschäftigt für eine Weile, aber der Plan ist, dass wir bis Ende des Jahres fertig sind mit allem und es wird im März erscheinen, nächsten Jahres. 2023. Und bei uns, ist das realistisch? Aber ja. Sehr gut. Wunderbar. Ja, dann scheint es, dann könnt ihr es verkaufen, hier auf Veranstaltungen, auch wie dem Comic-Salon und dann auf Menschen treffen und das ist ganz toll beim Splitter Verlag. Die machen das ja gern, dass sie auch so Signierstunden veranstalten, die haben den direkten Fan-Kontakt auch und so. Und da seid ihr, glaube ich, super gut angekommen. Jetzt ist für mich auch ganz interessant zu wissen, wie für euch so der Salon bis jetzt gewirkt hat. Was sind so eure Erfahrungen, eure Wahrnehmung? Vielleicht könnt ihr auch so ein bisschen Fazit ziehen, ihr seid ja auch schon ein bisschen hier. Wie waren die letzten Tage hier beim Comic-Salon für euch? Super aufregend. also es war eine ganz tolle Erfahrung, weil ich in der Szene, ja, also ich kannte die Szene jetzt bislang noch nicht so. Da bin ich so ein bisschen als komplett Außenstehender reingekommen und bin super herzlich aufgenommen worden. Also man kommt hier so super easy in Kontakt mit ganz vielen Menschen aus den verschiedensten Bereichen, Künstler, Menschen vom Verlag. Also ich bin immer noch ziemlich geflasht. Ja, und freue mich sehr, hier zu sein. Sehr gut. Und wie lief's für dich an? Ich muss sagen, ich habe mich sehr gefreut, nach 4 Jahren endlich wieder mal vor Ort zu sein, Erlangen Luft zu schnuppern und es ist dieses Jahr definitiv ein komplett anderes Erleben für mich gewesen. Ich war jetzt all die Jahre davor, ich war schon Teilnehmer beim Comic-Seminar 2-mal. Ich bin auch schon lange Jahre so als Lurker oder so als Unsichtbarer über den Salon geschlendert und habe dann immer geguckt, oh, was machen die anderen, was ist denn hier? Ich bin auch schon so als mit der Mappe unterm Arm und hier, wer will mich denn haben und wer nicht und so weiter, bin ich auch schon drüber gelaufen. Ich bin auch einfach schon mal ganz gelassen als Besucher und ich sehe jetzt einfach Freunde, ich sehe jetzt Zeichner und Zeichnerinnen, die ich gesehen habe. Und dieses Jahr war es halt wirklich ein bisschen, okay, wir sind da, wir haben hier eine Leseprobe, wir haben was wir verteilen können. Wir kommen plötzlich ganz anders ins Gespräch mit Leuten. Leute kommen auf uns zu und das war wirklich, mir glühte förmlich der Kopf. Also sehr viel Endorphine, die ausgeschüttet worden sind. An der Stelle auch ein bisschen Panik an anderen Stellen. Aber es war richtig schön und ich habe die Eisdauer-Ausstellung gesehen. Es gibt sehr schöne Ausstellungen hier, aber ich habe ganz ehrlich gesagt, ich habe nicht viele Ausstellungen gesehen. Ich habe auch mir überhaupt keinen Stress gemacht, was das Programm angeht. So, ich muss das und das und das unbedingt noch sehen, sondern nee, ich werde jetzt hier hauptsächlich Menschen begegnen und mich ganz interessiert
Habt ihr auch ganz viel ausgefragt und so. War mir halt einfach wichtig da. Ich habe auch viele in der Pandemie viele Podcasts auch gehört und da wollte ich dann halt auch die Gesichter zu sehen. Also ja, zum Beispiel jetzt hier die Kollegin von Artwork in Progress, habe ich irgendwie gestern die Jenny getroffen. Das war sehr schön. Kann ich zum Beispiel noch gar nicht, da haben wir auch schon gequatscht, die scheint sehr sympathisch und nett zu sein, da muss ich nur mal genau reinhören. Ihr saßt, glaube ich, auch, weil du sagtest, Menschen treffen und kennenlernen in HLC bei der Comic Solidarity. Wie war das denn da? Was habt ihr da gemacht? Habt ihr eure Leseprobe signiert oder was habt ihr da gemacht bei der Solidarity? Ja, wir haben uns da sehr spontan zu entschlossen, uns da noch mit ranzusetzen, weil es die Gelegenheit gab. Und wir waren so irgendwie alles kann, nichts muss, anything goes. Ich habe eine Mappe mit meinen Originalen dabei und die machen schon ein bisschen was her, die kann man sich schön anschauen und wir hatten die Leseproben da und dann haben wir gedacht, wir setzen uns jetzt hin und gucken, was passiert und sind ganz viel mit anderen Leuten ins Gespräch gekommen, das war die Hauptsache. Und dann, wir haben so zwei Slots gehabt, die wir besetzt haben und am Ende des zweiten Slots kam halt noch einer und wollte eine Zeichnung in sein Sammelbuch haben und da waren sie alle drin, da war Möbius drin. Oh. Ich habe das mit zitternden Händen durchgeblättert. Wow. Und irgendwann ging es nicht mehr weiter und ja, da zeichnest du jetzt rein. So, okay, ist ja gerne. Und no pressure. Und haben mich natürlich sehr gefreut. Aber ein bisschen war es so, wir kriegen gerade so ein bisschen das Gefühl, dass wir sind gerade ein bisschen mit dieser Leseprobe da und sagen schon mal, huhu, hier wird was kommen, aber wir sind noch nicht da. Wir laufen noch so ein bisschen unterm Radar. Aha. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das nächstes Jahr ganz anders sein wird und dass wir da auch ganz anders vielleicht wahrgenommen werden oder auch ganz anders platziert werden. Und so haben wir uns da hingesetzt, so, das ist so, wie man den Zeh erstmal so ins Wasser reinhält und so. Und man kann jederzeit aufstehen und wieder zurück aufs Handtuch gehen. Und, ach, merkst du. Und das war dann irgendwie so, ich so, oh, hier muss jetzt alles passieren, sondern mal gucken, wie sich's anfühlt. Ja. Ach schön. Ja Mensch, das freut mich total. Lieber Matze, lieber Jan, vielen Dank, dass ihr da wart. Sehr gerne. Vielen Dank auch, dass ihr quasi diese Mutprobe macht, quasi im Entstehungsprozess schon Sachen zu zeigen. Das ist ja auch eine Mutprobe letztlich, das finde ich ganz toll. Was ich gesehen habe, gefällt mir. Ich wünsche euch mega viel Erfolg und ja, noch Spaß hier am restlichen Tag des Comic-Salons. Dankeschön. Vielen Dank. Und nun hat eine Dame bei mir am Tisch Platz genommen, mit der ich mich unterhalten möchte über was, das klingt nach richtiger Kultur. Ob das der Fall ist oder nicht oder vielleicht im doppelten Sinne auch, das werden wir alles gleich rausbekommen. Ich freue mich sehr, dass sie da ist und mit uns über ihre Arbeit sprechen möchte. Hallo, ich bin der Andi und wer bist du? Ich bin Roja, danke für die Einladung. Ja, ich habe zu danken dafür, dass du heute vorbeigekommen bist. Ich glaube, du hattest hier beim Salon auch echt eine Menge zu tun, oder? Also jobmäßig nicht so viel. Okay. Ich hatte jeden Tag eine Signierstunde, ja. Aber sonst war ich sehr frei. Okay. Aber das Programm gibt ja sehr viel her. Also ich war schon die ganze Zeit unterwegs und habe lange nicht alles geschafft, was ich angucken wollte. Das ist echt so viel, oder? Das erschlägt einen auch ein bisschen, schätze ich, ne? Ja, total. Aber es ist sehr schön. Also es ist mein erster Comic-Salon. Mhm. Und ich bin sehr froh, hier zu sein. Hast du Lesungen mit dem Zwerchel-Verlag? Haben die was gemacht? Nein, aber ich habe Lesungen angehört. Ja, natürlich. Okay. Ist ja auch eine ganz besonders tolle Auswahl. Und du hast irgendwie glücklicherweise auch einen Comic gemacht, den du heute mitgebracht hast und ansprechen möchtest. Scheint bei den netten Jungs vom Zwerchfell-Verlag. Und ich glaube aber, wir fangen erstmal bei dir an. Vielleicht magst du dich mal am besten selbst vorstellen. Ja, ich bin Roja Soraya. Ich komme aus Hannover und ich habe in Essen Kommunikationsdesign studiert. Mhm. Natürlich zeichne ich schon, seit ich Kind bin. Ja. Und genau, im Studium habe ich das Studium quasi abgeschlossen mit Faust als Bachelorarbeit. Also mein Comic ist Faust. Ja. Goethes Faust neu erzählt. Und ja, seitdem durfte ich ein Praktikum bei Lisa Frühbeiß machen, was mich so in diese Comic-Welt erstmal katapultiert hat. Und genau, kurz danach hat der Zwerchfell Verlag mir zugesagt und jetzt bin ich hier. Sag, was passiert. Ja, und dann hast du dir gedacht, du willst das machen, das heißt jetzt offensichtlich Faust. Erzähl uns doch mal, was ist Faust? Ist das, hat das was mit Goethe zu tun? Natürlich. Ja. Genau, also es ist Goethes Faust. Ich habe das Original, den Klassiker, neu erzählt, insofern, dass ich mir halt mich gefragt habe, wie das aussehen würde, wenn es heute spielt. Mhm. Und dabei spielt halt auch so meine eigene Sicht darauf eine große Rolle. Also ich finde Faust an vielen Stellen, die Figur Faust zum Beispiel, sehr ätzend und mein Blick ist eben ein feministischer unter anderem. Und genau, so habe ich es dann neu erzählt.
fangen wir mal so rum an, ist ja auch echt, also das ist eine krasse Vorlage. Faust ist ja, also ich meine, das ist ja, ne, wow, um es mal kurz zu machen, alle haben es spätestens in der Schule mal irgendwann mindestens einmal gelesen. Hat dich das fasziniert? So, also sag ich mal, auch, ich möchte, keine Ahnung, poetischer Sicht oder so? Oder ging es dir jetzt schon auch darum, dieses Mammutwerk in so, also einfach feministisch neu zu interpretieren? So, was war so der Anreiz für dich, dich jetzt konkret mit dieser Vorlage zu beschäftigen? Eigentlich genau beides. Mhm. Ich kannte Faust aus der Schule, ja, und ich fand es nicht nur doof oder langweilig, ich habe es vor allem irgendwie auch sehr genossen, das zu lesen. Das klingt jetzt total streberhaft. Ja. Aber ich fand halt die Sprache darin mega beeindruckend und auch die Themen, die drin stecken, voll interessant und irgendwie auch voll aktuell. Und das war so der eine Punkt. Und der andere war, dass ich im Studium schon während der Semester vorher irgendwie angefangen habe, so Literaturadaptionen zu machen. Und dabei habe ich dann gemerkt, es ist irgendwie dabei voll wichtig, dass ich nicht nur Sachen nacherzähle und einfach illustriere, sondern was habe ich eigentlich für eine Haltung dazu und wie ist meine Meinung darüber, was habe ich für Gefühle, wenn ich das lese? Und das ist dann irgendwie so der ausschlaggebende Punkt und das führt halt natürlich zu dieser feministischen Erzählweise. Das ist ja allein deshalb total smart, weil das einfach ja auch ein Werk ist. Ah, kennt's jeder, alle wollen bestimmt mit dir drüber reden und deine Interpretation dann mit dir auch besprechen und so. Ist das so? Kriegst du so wirklich besonders viel Feedback? Also der große Vorteil, wenn man so einen Klassiker irgendwie neu auflegt, und das ist ja wirklich so der deutsche Literaturklassiker schlechthin, ist halt, dass es alle schon kennen. Und ich brauche halt sagen, ja, ich habe Faust nur erzählt und das ist schon gut zusammengefasst und jeder weiß irgendwas damit anzufangen. Und ja, das ist auf jeden Fall was ich sehr gut finde, aber ja, so Feedback, ich sag mal, mein Comic ist vor einer Woche rausgekommen. Verstehe. Das müssen die Leute erstmal noch lesen und dann bin ich sehr gespannt. Wir sind ein Audio-Podcast, das heißt, man kann jetzt leider das, was du hier präsentierst, nicht sehen, aber vielleicht wärst du mal so nett, auch aus deiner Sicht, ich glaube, du findest da die besseren Worte, die Stilistik zu beschreiben, die du nutzt. Mit welchen Techniken bist du rangegangen? Was präsentiert sich hier auf Artwork-Ebene? Also ich habe das alles analog gezeichnet, mit Gouache und Pinsel logischerweise. Und ich glaube, also es ist auf jeden Fall erstmal in Farbe sehr bunt. Und ich denke immer, naja, es ist ein unperfekter Stil sozusagen. Mhm. Es ist schwer, das selbst zu beschreiben. Aber ist zum Beispiel kein klassisches Paneling drin, also keine Rahmen und so. Ah ja, guter Punkt. genau, es ist, ich habe keine Panels, ich habe keine Sprechblasen, trotzdem natürlich Text, aber genau, ohne diese klassische Comic-Struktur, die immer so den Rahmen gibt. Das habe ich irgendwie etwas freier gemacht. Ein bisschen freier, ein bisschen anders und vor allem aber auch wirklich interessant und ansprechend. Und das sind genau die Punkte, die ich auch aus dem Zweifel-Programm sonst so kenne. Erzähl mal, wie ist es denn mit der Zusammenarbeit gewesen? Woher kennst du die Jungs eigentlich? Ich habe während meines Praktikums den Mut gefasst, Faust als Mail eben so rumzuschicken an bestimmte Verlage. Und das war total verrückt, weil ich habe die irgendwie rausgeschickt, bin zum Mittagessen gegangen und als ich wieder kam, hatte ich eine Zusage von Zwerchfell. Das war total krass. Wow. Und und die beiden, also Stefan und Christopher, sind super lieb und ich habe natürlich überhaupt, also ich bin total neu hier in der Comic-Szene, ja. Aber es ist eine sehr große Freude, mit denen am Stand zu sein und ja. Als die E-Mail geschickt hattest, ach, Zwerchfell und andere, war der da jetzt schon fertig oder war der noch nicht fertig, der Comic? Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Hast du den fertigen Comic hier, wollt den haben? Ja. Oder war das ja noch in der Entstehung? Ja, okay. Genau. Ich hatte es als Bachelorarbeit fertig gemacht und dann konnte ich es quasi rumschicken. Das war dann schon mega eine abgeschlossene Sache. Ja, und das Tolle war, dass die sich dann zurückgemeldet haben, die beiden, und gesagt haben, ja, nehmen wir so, brauchst du nichts ändern. Du hast ja auch gemeint, dass du diese feministische Perspektive mit reinbringst und da auch den Interpretationsansatz nutzt.
Jetzt warst du ja, wie du gerade gesagt hattest, im Praktikum bei Lisa Frühbeiß, die dann natürlich auch die perfekte Ansprechpartnerin auch für solche Themen ist. Mhm. Erzähl doch mal ein bisschen von diesem Praktikum, wie lief denn das ab? Also ich bin ihr zur Hand gegangen als Praktikantin bei einem Comicprojekt, wofür sie gestern den Ginkgo Award übrigens gewonnen hat. Fracture of Time. Genau. Ja. Und gleichzeitig hatte ich bei ihr die Möglichkeit, an meinen eigenen Sachen zu arbeiten, so die Hälfte der Zeit. Und Lisa ist für mich einfach eine super Mentorin gewesen und immer noch. Und hat mich eben so in die, also erstmal in die Berufswelt eingeführt, kann ich sagen. Toll, ja. Total viele Tipps gegeben, also was einfach jedes Thema betrifft, was irgendwie wichtig ist im Beruf, denke ich. Und eben auch so die Motivation gegeben, mich dahinter zu klemmen, ist auch mich auch zu bewerben bei Residencies, bei allen möglichen und so. Das hat mir sehr geholfen. Ich glaube, da kennt sie sich auch mega aus, ist auch super vernetzt, brauche ich dir alles nicht erzählen. Und wie war das dann? Also hast du dich einfach proaktiv beworben, weil das finde ich so faszinierend, weil ich das noch nirgends gehört habe, dass Lisa auch so Praktikastellen hat und so, weißt du, so hätte ich sie jetzt gar nicht eingeschätzt. Also einfach mal beworben, weil sie dachte, oh, die ist interessant, die spreche ich an, oder hat sie eine Stellenausschreibung gehabt oder wie läuft das? Ja, ja, das ist, also es ist sehr selten, dass IllustratorInnen oder ComiczeichnerInnen ein Praktikum ausschreiben. Und das war auch eine einmalige Sache eben für diesen Projektzeitraum. Also ich bin morgens irgendwie zu Instagram gegangen und bin ihr gefolgt schon und da war einfach ein Instagram-Post und das finde ich auch immer so verrückt im Nachhinein. Wäre ich da halt irgendwie 10 Minuten später drauf gegangen, wäre irgendwas anderes erschienen. Also es war so ein bisschen zufällig für mich halt, aber klar, sie hat es ausgeschrieben und ich habe mich dann drauf beworben. Klasse. Ja, und jetzt bist du hier beim Salon, kannst dein Projekt präsentieren, hast auch von Signierstunden schon gesprochen. Wie sind denn deine sonstigen Eindrücke? Du warst ja auch bei den diversen verschiedenen Abendveranstaltungen, bilde ich mir ein, dass ich dich gesehen habe. Erzähl doch mal, jetzt der Salon hier mit seinem 4. Tag, kurz vor seinem Abschluss. Wie hat es dir gefallen? Super. Also ich bin total überwältigt. Ich habe, ich bin ja in diese Comic-Welt auch virtuell eigentlich erst in der Corona-Zeit irgendwie langsam reingekommen. Und deshalb kenne ich alle Menschen hier so über Instagram ein bisschen und das war total toll, endlich mal alle so in echt zu sehen und auch mal mit den Menschen zu sprechen und so. Also es war sehr schön. Es ist immer noch sehr schön. Nicht vorbei. Du bist also nicht das letzte Mal da gewesen? Nein, definitiv nicht. Ja toll, das Ganze ist raus, schaut es euch an, ist ein tolles Hardcover, ihr wisst doch, Zwerchfell gut verarbeitet, brauche ich nicht so viel Werbung machen, liebes Publikum, das wisst ihr selbst. Und Roja ist offensichtlich auch noch mega kompetent und sympathisch, wenn das mal kein Grund ist reinzuschauen, dann weiß ich auch nicht. Liebe Roja, vielen Dank, dass du da warst. Danke sehr. Ich wünsche noch viel Spaß und Erfolg hier auf dem Salon. Danke, gleichfalls. Tschüss. Tschüss. Im nächsten Gespräch widme ich mich einer Künstlerin, wir uns einer Künstlerin. Wir reden einfach mal eine Runde zusammen, die wir auch vom Carlsen Verlag kennen. Sie hat da tolle Projekte rausgebracht, hat zuletzt 2020 auch mit ihrem Werk Nils von Tod und Wut und von Mut in meiner Bubble super tolles Feedback und Resonanz bekommen und allein deshalb freue ich mich halt richtig auf unser Gespräch, weil ich glaube, dass das ganz spannend werden könnte. Mal gucken, was passiert. Hallo, ich bin der Andi und wer bist du? Hallo, ich bin Melanie Garanin. Hi. Wir sind hier beim Comic-Salon, warst du hier schon mal? Nein, das ist mein erster Comic-Salon, weil du hast ja gerade schon gesagt, dass mein erstes Comicwerk ist ja erst 2020 erschienen und da, wie wir alle wissen, fiel ja sehr viel aus. Genau. Und deswegen hatte das nicht den großen Auftritt, den ich ihm manchmal gewünscht hätte. Wenn ich jetzt hier so rumlaufe, denke ich so, oh, es wäre auch schön gewesen, vor 2 Jahren hier zu sein mit dem Buch. Hätte sehr gut gepasst, ne? Dann wollen wir das zumindest jetzt mal kurz nachholen für unser Publikum, das vielleicht nichts von deinem Buch Nils weiß. Vielleicht kannst du da mal ein paar Worte zu verlieren. Was ist das für ein Werk? Ich wollte eine Geschichte erzählen, die Geschichte von meinem Sohn, der gestorben ist, aufgrund einer Krankheit und einem Ärztefehler. Und ich bin ja von Haus aus Illustratorin, also eigentlich habe ich hauptsächlich Kinderbücher illustriert und Jugendbücher und sowas. Und habe dann aber mit der Bearbeitung oder Verarbeitung sozusagen dieser sehr persönlichen Geschichte gemerkt, dass ich auch eigentlich ganz gut schreiben kann. Mhm. Und ich wollte diese Geschichte unbedingt in die Welt bringen, weil sich sonst niemand dafür so richtig in der Öffentlichkeit, also ich wollte es einfach rauskrakeelen. So. Mhm. Und da bot sich dann Comic an und so bin ich als absoluter Comic-Neuling dann in die Graphic Novel gestoßen. Und das hat richtig gut funktioniert. Also ich habe ganz schnell gemerkt, dass es das ist, was mir liegt. So. Das hätte ich auch schon mal früher machen können. Also ich habe,
Genau. Das eine ist es ja, toll illustrieren zu können. Das andere ist es, eine Geschichte und einen Comic zu erzählen. Wenn du sagst, es ist dein erster Werk und du wirst total ein Neuling, hast du es gerade genannt. Hast du denn vorher schon Comics gelesen? Hattest du schon einen Zugang zum Medium? Ja, aber jetzt, ich hatte so eine Comic-Phase in der Spätpubertät, aber bin da nicht so, also ich bin kein Comic-Nerd. Also ich kenne mich hier nicht so richtig gut aus. Ich bin wirklich, ich habe zu Beginn der Arbeit das habe ich auch schon so häufig erzählt, habe ich mir so YouTube-Videos angeguckt, wie entwerfe ich Sprechblasen, muss ich die selber zeichnen und wie macht man Panels und so ein Kram. Verstehe, also ich war echt so, dass ich so dachte, so, okay, scheiße, jetzt mache ich einen Comic. Wie geht das eigentlich? So, und habe mir Fachliteratur gekauft. Oh, wow. Und dann habe ich aber relativ schnell die Chance gehabt, das bei Carlsen, also mit Carlsen zusammenzuarbeiten, mit Carlsen Comics. Die haben sich, meine Lektorin Sabine hat sich ganz am Anfang schon sehr dafür interessiert und die hat mich da durchgetragen. So, also es war, ich habe 3,5 Jahre dran gearbeitet. Das war so eine zu Beginn eine sehr, also auch anstrengende Arbeit. Aber die hat mich da echt eingeführt und mir Sachen gesagt, hat mir zum Beispiel gesagt, so Sprechblasen, hä, was willst du mit Sprechblasen? Ja, oder was willst du mit Panels? Mach keine Panels. Es sieht bei dir viel besser aus, wenn du keine machst. Du kannst alles machen, so. Wir also, hatten ja auch eine Menge Leute, die bei diesem Comic-Seminar und sowas waren. Wäre das was für dich? Ja, ja, ja. Mhm. Ich wusste ja davon nicht, dass es sowas gibt. Okay, aber schwer. Ich denke mal, ich werde da vielleicht mal noch, also ich hätte schon Bock dazu. Ja, Mensch, mega. Und jetzt geht's mit was Aktuellem weiter und jetzt kannst du voll durchstarten, weil jetzt ist ja offiziell Corona vorbei, wie wir gelernt haben und jetzt kann man ja alles wieder machen und so. Und jetzt ist was da, da habe ich gesehen, da geht's irgendwie auch um, also ich glaube, das hat auch irgendwie mit einer Serie auf oder was auf Kika zu tun. Meine Kids sind 1 und 4, wir haben noch nicht den Zugang zu dieser Serie. Vielleicht kannst du so ein bisschen erzählen, was ist eigentlich Völlig Meschugge? Völlig Meschugge ist eigentlich eine Kinderserie auf Kika, die von Andreas Steinhöfel mitgeschrieben wurde. Also er hat das nicht alleine gemacht, er hat das mit seinen Kollegen gemacht. Und das heißt, es war ein Drehbuch vorhanden und die haben halt auch Corona-bedingt wohl Schwierigkeiten gehabt, das zu realisieren und da war viel Platz dazwischen und so. Und irgendwann kamen sie auf die Idee, den Stoff auch als Comic zu machen und haben dann bei Carlsen gefragt. Und ja, so bin ich dann dazu gekommen, weil ich war ja gerade fertig mit meinem ersten Buch und dann haben die mich gefragt, ob ich das machen will und ich fand das eine super Idee, eine Geschichte zu zeichnen, die ich mir jetzt nicht selber ausdenken muss, weil ich hatte zu dem Zeitpunkt auch nicht mehr so viel zu erzählen. So, was erstmal auserzählt erstmal. Ja, und ja, dachte ich so, eigentlich eine gute Übung. Wenn ich wirklich Comics machen will, dann widme ich mich jetzt mal so einer Adaption. Und so ist das entstanden. Und du kanntest die Vorlage vorher? Ja, also ich kannte nicht den Film, weil wir haben parallel geschrieben, ich gezeichnet und die haben parallel gedreht und das heißt, ich kannte das Drehbuch. Wie lief das denn mit der Zusammenarbeit ab? Du hast dann den kompletten Text vorher gekriegt und einfach dann umgesetzt, wie du Lust hattest oder hattet ihr so Feedback-Schleifen in so etappenweise, wie waren das? Wir haben am Anfang natürlich so ein paar Gespräche gehabt, wie wir das erzählen, wie wir das machen und hatten dann, also Andreas hatte halt gesagt, er würde das gerne, das Buch aus der Sicht des Mädchens, das ist so eine Dreier-Kombo, so eine Dreier-Freundschaft, um die es geht, die drei Hauptprotagonisten und er würde es gerne aus der Sicht des Mädchens erzählen und dann haben alle gesagt, ja, und den Rest kannst du dir überlegen. Also den Rest kannst du machen, wie du willst. So. Und du hast jede Freiheit, du kannst, du musst dich nicht irgendwie an irgendwas halten. Mach, was du willst. Und das war natürlich toll, ja. Und dann gab es schon Feedback natürlich, ne? Es gab dann schon Abstimmung, wie sehen die Figuren aus? Ich habe die Darsteller Fotos bekommen und konnte dann gucken, wie ich die zeichne. Ja, auch gerade, wenn wir zum Beispiel so ein Schulsetting haben oder eine Aula oder was, ich weiß nicht, ob das sowas dann auch in der Serie oder im Film vorkam, da gibt es sicherlich schon Dinge, an denen man sich orientieren kann. Ja, ne? genau. Also die Schule, es gab Fotos, ein paar Fotos von den Settings und vor allem diese Skaterbahn kommt drin vor, da hatte ich Fotos, das ist in München irgendwie so eine ganz berühmte Skaterbahn. Den Rest habe ich mir ausgedacht. Ja. Würdest du sagen, ist das ein Kindercomic? Ja, also ist eine Kinder-Graphic Novel. Also es ist auch viel Text. Ja. Es ist sehr lang, also es ist unheimlich
Also es passiert wahnsinnig viel. Also es gibt halt diese Hauptgeschichte und es gibt auch noch so ein paar Nebenschauplätze und so eine kleine Hintergrundstory. Ja. Also ist für Kinder, ja, ja. Aber auch für Erwachsene. Super. Und also wie alt sollten die Kinder sein? Also in dem Schulalter dann auch? Ja, ist schon viel zu lesen. Genau. Also Schulalter 10, 12. Ja. Mega. Ja, und erzähl, jetzt hast du gesagt, das ist dein erster Salon, hattest du gesagt. Ja. Du bist jetzt hier. Wie läuft's denn? Hast du viel zu tun? Bist du von Carlsen mit Lesungen und Signierterminen vollgebombt? Ja, also wir hatten eine Lesung. Der Andreas Steinhöfel ist sogar gekommen. Also der ist auch hier auf der Messe. Und wir hatten eine Lesung am Freitagabend. Das war sehr lustig. Da haben wir mit verteilten Rollen das erste Mal halt rausgelesen. Das war echt schön im Gespräch. Wart ihr hier in diesem Kinderfestival-Dings? Nee, wir waren im E-Werk. Ah ja. Ja, da waren wir auf der Bühne oder was das ist. Ja, so eine Bühne, eine der Bühnen ist ja auch. Genau, so eine kleine Bühne. Auswahl haben sie da ja. Ja, ja, so eine kleine Bühne. Und das war sehr nett. Ja, ansonsten habe ich halt Signiertermine. Podcast-Termine. Ja, stimmt. Und kommst du wieder? Bist du am nächsten Mal wieder mit dabei? Ja, auf jeden Fall. Wunderbar. Auf jeden Fall. Ja. Mega. Ja, dann danke ich dir dafür, dass du nochmal vorbeigekommen bist und kurz und wir noch ein Pläuschchen gehalten haben und dich in deine Arbeit vorgestellt hast. Ich wünsche dir einfach mega viel Erfolg mit deinem weiteren Comic-Leben vor allem. Ja, ich habe viel nachzuholen. Viel Spaß, viel Erfolg. Tschüss. Dankeschön, ciao. Nun führen wir ein Gespräch mit jemandem, der hat sich ganz proaktiv bei mir gemeldet. Der hat empfohlen bekommen von der lieben Illustrie-Family. Liebe Grüße an der Stelle an Stu und Steff. Nicht Stu und Steff, Timo und Stu, so nennen sie sich, genau. Hier sich mal hier zu melden, weil wir über Dinge quatschen müssen, nämlich über seine Arbeit. Und das wollen wir jetzt tun und mal gucken, was passiert. Hallo, ich bin der Andi und wer bist du? Hallo, ich bin der Markus Repp, ich bin Illustrator. Und habe den Schwerpunkt Comics und ich habe einen eigenen Webcomic, den ich seit 5 Jahren betreibe. Ja. Seit 6 Jahren bin ich damit auch in meiner Heimatstadt in der Zeitung, einmal im Monat. Mhm. Aber seitdem habe ich es nicht geschafft, den Comic irgendwo anders noch zu platzieren. Und ich bin auf der Messe, weil ich einfach ein bisschen die Werbetrommel in eigener Sache rühren möchte für meinen Comic. Tonyundcharlie.de heißt der. Und möchte das ein bisschen bekannt machen. Und so das Feedback, was ich die ersten Tage auf der Messe bekommen habe, sind viele Leute sehr angetan davon. Mhm. Und da dachte ich, das ist die Gelegenheit, wenn ich dich treffe, dass ich da mal ein bisschen auch einer breiteren Zuhörerschaft. Genau das ist Sinn und Zweck. Du machst also Mappensichtung bei Verlagen gerade und stellst es vor, damit die dann was Gedrucktes draus machen können. Wie ist der Plan? Das habe ich vor 4 Jahren gemacht. Mhm. Das mache ich diesmal nicht. Vor 4 Jahren war ich auf dem Comic-Salon als Besucher. Ich bin dieses Mal als Aussteller hier, als Kleinaussteller. Ich bin One-Man-Show, deswegen bin ich in erster Linie am Stand und laufe nicht rum. Ich spreche Passanten an, die bei uns vorbeikommen und versuche die zu begeistern für meine Serie. Darf ich ein bisschen blättern? Ja, darfst ein bisschen blättern. Wunderbar, du hast nämlich hier was mitgebracht. Das ist natürlich die erste Frage, wenn du was mitbringen kannst, ob das jetzt Ausdrucke sind oder handgezeichnete? Nein, ich möchte nicht das Originale irgendwie auf der Messe verschwinden. Das verstehe ich total. Gibt aber Originale? Es sind Ausdrucke. Ich zeichne ganz klassisch Tusche auf Papier. Mhm. Ich arbeite so, dass ich das anschließend einscanne und am PC koloriere. Ja, genau. Klingt vernünftig. Genau. Du hast gesagt, du erscheinst auch damit in der lokalen in Zeitungen. Genau. Und derzeit sehe ich hier aber gerade eine A4-Seite. Drucken die eine ganze A4-Seite von dir ab? Das war der Hammer, ne? Zu dem Zeitpunkt, also ich bin sehr früh, nachdem ich angefangen hatte mit der Serie, auf Zeitungen und Verlage zugegangen. Mhm. Und ich hatte das Glück, zum richtigen Zeitpunkt bei uns in Aschaffenburg beim MeinEcho anzufragen. Mhm. Die hatten gerade eine neue monatliche Beilage konzipiert für junge Eltern. Und deswegen fanden die meine Serie Tony und Charlie zumindest ein Gespräch wert. Ja. Und nach dem Gespräch auch so viel wert, dass sie das haben wollten. Das Einzige, womit sie nicht zufrieden waren, ich habe Tony und Charlie zu der Zeit als Halbseite konzipiert. Mhm. Und die haben mich gefragt, können sie da auch eine ganze Seite draus machen? Und seit Folge 16 existiert Tony und Charlie als Ganzseite. Und ich glaube, das macht es auch ein bisschen schwer, weil ich einfach viel Platz beanspruche. In diesem Magazin bin ich auf Seite 2. Aber wenn ich damit an große Zeitungen gehe, die FAZ oder die Süddeutsche, das ist natürlich irre viel Platz, die ich beanspruche. Nichtsdestotrotz hoffe ich es, dass mir nach der Messe das vielleicht auch mal gelingt, noch anderswo zu platzieren. Mhm. Denn es wäre schön, wenn das ein bisschen zu meinem Einkommen beiträgt. Toi, toi, toi. Diese Comics und Cartoons in Tageszeitungen und sonstigen Magazinen, die haben ja ganz oft, also
ganz immer, irgendwelche tagesaktuellen oder generell aktuellen Bezüge zu meinetwegen politischen Sachen, zu gesellschaftlichen Diskursen und so weiter. Ist das bei dir auch der Fall? Nein. Also was man bei mir findet, ich bin nicht politisch. Ich versuche zeitlos zu arbeiten. Mhm. Man findet in meinen Comics Anspielungen, aber wirklich Anspielungen auf die Corona-Krise. In einer Reihe von Folgen bekommen Toni und Charlie, die beiden Mädels, die Hauptrolle spielen, die bedrängen ihren Vater doch endlich ein Haustier anzuschaffen und nach Möglichkeit einen Hund. Mhm. Das ist so nah, wie ich an Corona herangehe, aber das Wort Corona, das möchte ich da nirgends lesen, weil ich möchte, dass die Leute auch noch in 10 Jahren darüber lachen können. Sehr gut. Eine gewisse Zeitlosigkeit einfach zeitunabhängig, dass man das in 10 Jahren, wie auch so Podcasts, hören auch alle viel zu spät. Ja, aber ja, super. Und das gibt's also kostenfrei bei dir im Web oder zahlt man dafür? Ich führe dies auf einer Webseite. Das ist ein Webcomic. Da ist keine Werbung drauf. Das ist auch frei tatsächlich. Mhm. Weil ich natürlich auch eine Community, eine Followerschaft gerne habe und die auch pflegen und vergrößern möchte. Und eben in Aschaffenburg, über Aschaffenburg hinaus gehen. Und deswegen mit einem Grund, warum ich auf der Messe hier bin. Toni und Charlie, um das mal kurz zusammenzufassen. Diese Serie geht im Wesentlichen um 2 Mädels. Mhm. Alter circa 5 und 8 Jahre. Mhm. Und als ich das angefangen hatte zu schreiben und zu texten, war ihr Hauptziel den Papa, der sich in dieser Story um die Kinder und um die Erziehung kümmert, auf die Palme zu bringen. Mhm. Die Mutter in der Familie, die taucht selten auf, die ist erfolgreiche Geschäftsfrau und deswegen nur selten da. Und wenn sie da ist, fliegen ihr die Herzen zu. Der Papa in der Familie, der hat immer nur Stress mit den Kids und mit der Erziehung und dass das nicht so läuft. Er selbst arbeitete schon vor Corona aus dem Homeoffice, um das zu erklären, warum ist der Papa immer da, ja, die Mama aber nicht. Der arbeitet aus dem Homeoffice, ist IT-Spezialist. Und aus diesem ursprünglichen Konzept, der Vater kümmert sich um die Erziehung, die Mutter ist immer weg, ist ja nicht so, wie wir heute in der Mehrheit leben, sondern klassisch ist immer noch, die Mutter ist zu Hause, kümmert sich um die Kinder, der Vater verdient das Geld, ziehe ich eine ganze Menge Humor am Anfang. Einfach weil das ist keine stimmige Situation, da gibt es Missverständnisse und Männer, oder zumindest ich, habe eine deutlich kürzere Zündschnur, als das meine Frau oder Frauen im Allgemeinen vielleicht haben. Ich explodiere schneller. Ich bin ungeduldig und das ist natürlich, wenn mein Zorn erstmal verflogen ist, im Nachhinein dann doch immer recht lustig. Und das ist aber kein autobiografischer Comic, sondern das ist frei erfunden. Er ist manchmal inspiriert. Die allererste Folge, wenn man sie liest, da geht es um eine Banane. Mhm. Die ist tatsächlich genau so passiert und damit hat das den Anfang genommen. Wie kommst du auf deine Ideen? Was beschäftigt dich? Du hast jetzt diese Situation, eben quasi die Interaktion zwischen den Kindern und dem Vater jetzt ja auch zum Thema gemacht. Was inspiriert dich? Woraus machst du diese Witze? Hast du irgendwie ein dickes Notizbuch? Immer wenn dir was einfällt, kritzelst du das irgendwo rein? Was machst du? Wie machst du es? Ja, alles. Ich habe ein dickes digitales Notizbuch, wo ich mir Ideen festhalte, die manchmal nie das Licht, das Tageslicht erblicken. Ja. Manche setze ich um. Manchmal habe ich eine Inspiration aus etwas, was zu Hause passiert. Es gibt eine Folge, die kam so zustande, meine kleine Tochter, die war damals 6 oder 7 Jahre und es ging um Erderwärmung, es ging um Klimawandel und da fragte dann meine kleine Tochter, Mama, warum geben wir der Erde keine Medizin? Mhm. Und ich dachte, dieser Satz, der ist knallgeil. Ich habe mir sofort aufgeschrieben und habe mir dann überlegt, also das hatte ich auch noch nicht gesagt, meine Comics sind als Einseiter konzipiert. Mhm. Das heißt, 4 Zeilen, unten rechts in der Ecke ist dann immer ein Gag, eine Pointe oder auch immer ein Cliffhanger für die nächste Folge schon. Mhm. Und dieses Mama, warum geben wir der Erde keine Medizin, habe ich unten rechts als Pointe gesetzt und habe überlegt, wie erzähle ich jetzt eine Geschichte, damit ich da hinkomme? Okay. Das heißt also, manchmal habe ich die Pointe und ich überlege mir, wie ich da hinkomme. Mhm. Wichtig dabei, einen großen Papierkorb, weil es wandert viel Ramsch dann in den Papierkorb, wo ich skribble, wo ich merke, das funktioniert noch nicht. Das ist irgendwie nicht rund, das holpert, der Vergleich ist an den Haaren herbeigezogen. Also großer Papierkorb ist wichtig für, glaube ich, alle meine Kollegen, die Comics zeichnen.
Und jetzt sind ja auch schon einige Episodenausgaben rausgekommen. Ich weiß nicht, wöchentlich, glaube ich, hast du gemeint. Ich mache eine Episode im Monat und ich arbeite im Moment an der Episode 74. Na klar würde ich mich riesig freuen, wenn ich Tony und Charlie auch als Album eines Tages herausgeben kann. Die Gespräche, die ich in der Vergangenheit dazu hatte bei den Verlagen, groß wie klein, entweder es passt vom Stil her nicht. Mein Stil ist ganz klar franco-belgisch inspiriert. Wer Asterix kennt, wer Spirou und Fantasio kennt, das ist die Richtung, Hergé, das sind so meine Vorbilder, das findet sich wieder. Es ist ein bisschen Calvin Hobbes dabei. Bisschen Monty Python als Humor. Ich habe ja und diese Einseiter, zurück zum Verlag, die tun sich in Deutschland laut Aussage der Verlage schwer. Das verkauft sich nicht, ist das, was ich eigentlich immer wieder zu hören bekomme. Also das, musst du selbst drucken, oder? Das finde ich schade. Wenn ich das selbst drucke, das ist eine Möglichkeit. Das habe ich bisher nicht angegangen, weil man damit auch nicht in die Buchhandlung kommt. Das heißt, um es dann zu verkaufen, muss ich irgendwo vor Ort sein. Und das gibt unsere Familiensituation nicht her. Weil tatsächlich im echten Leben kümmere ich mich auch mehr als meine Frau um die Kinder. Meine Frau ist tatsächlich sehr erfolgreich und viel unterwegs. Okay, also gibt es scheinbar doch ein paar autobiografische Parallelen, wie es aussieht. Und diese Inspiration. Wie sieht es denn aus, deine Figuren? Die, wie gesagt, die haben ja diese monatlichen Abenteuer. Gibt es innerhalb dieser Abenteuer eine Art Charakterentwicklung, meinetwegen ein Einsehen des Vaters, was den Hund angeht oder generell so der Umgang miteinander. Also gibt es da irgendwo, werden die Kids älter vielleicht, kommen in die Pubertät oder was? Ja, das habe ich mich auch gefragt, ob ich die Kids altern lasse, weil es ist, wie ich ja eingangs sagte, es ist tatsächlich inspiriert, aber es gibt nur sehr wenige Comics, die ihre Stars wirklich altern lassen. Und ich habe mich dagegen entschieden. Mein Zeichenstil hat sich ein bisschen geändert über die vielen Folgen. Am ehesten nimmt man die Änderung, die Entwicklung der Charaktere in dem wahr, wie sie agieren und auch wie sie interagieren. Der Charme besteht natürlich, das ist ja auch bei Calvin Hobbes so, dass der Calvin für seine 6 Jahre oder 7 Jahre, die er in dem Comic ist, teilweise sehr schlaue Antworten hat oder Erklärungen für Dinge, die ihm dann passiert sind. Mhm. Und das nutze ich auch. Also die Kinder sprechen nicht ganz altersgerecht und insofern entwickeln sie sich weiter. Ich versuche mich da immer ein bisschen einzubremsen, dass man sich eben immer noch identifizieren kann mit den beiden. Ja. Ist übrigens auch, nur weil 2 Mädchen die Hauptrolle spielen, soll das nicht bäh sein für die Jungs. Mhm. Also ich zeichne auch, es gibt auch Folgen mit Dinos, es gibt Folgen mit Unterwasserszenen, mit Haien, wo ich eigentlich mehrere Leser erreichen will. So wie beim Asterix man sich freut als Kind, wenn die Römer eins auf den Helm bekommen. Ja. Die Erwachsenen freuen sich an den Wortspielen, die Asterix und Obelix machen. Und genauso versuche ich auch zu arbeiten. Also ich versuche über visuelle Slapsticks mehr die Jungen anzusprechen, die Kinder, und über die Texte auch die Erwachsenen zu erreichen. Ich arbeite viel mit Ironie, manchmal feiner, manchmal nicht so fein. Es gibt aber auch mal eine Torte ins Gesicht vielleicht. Aber also verschiedene eben letztlich, ne? Die verschiedene Zielgruppen abholen. Jetzt habe ich gesehen, hier und wieder steht unten rechts, Fortsetzung folgt. Passiert das denn, dass Episoden sich aufeinander aufbauen oder zumindest einen losen Bezug zueinander haben? Ja, nachdem ich das Feedback bekommen hatte von den Verlagen, Einseiter verkaufen sich nicht, habe ich mal versucht, auch Fortsetzungsgeschichten zu schreiben. Es gibt insgesamt, glaube ich, 3 Geschichten, die laufen über 3 oder sogar 4 Episoden, sind aber immer noch als Einseiter konzipiert. Das heißt, auch wenn es eine Fortsetzung gibt, gibt es unten auf der Seite einen Lacher oder wenigstens ein Lachen, das im Halse stecken bleibt und das eben neugierig macht auf eine neue Folge. Das Erste, was ich mir denke, ist, ja geil, wo ist denn jetzt die Animationsserie davon? Das muss man doch in irgendeiner Form auch als animierte Serie bringen können. Sind das so Gedankengänge, die du zumindest auch mal hattest? Nein, noch nicht, weil ich weiß, die mir zur Verfügung stehende Zeit, die gibt das nicht her. Ja. Das würde mich interessieren. Ich wäre als kleiner Junge, hätte ich liebend gerne bei Walt Disney angefangen. Aber mein Arbeitsalltag gibt das nicht her, dass ich mich da reinarbeite. Es ist einfach sehr aufwendig und die Zeit stecke ich doch lieber da rein, in meine Zeichenfähigkeit zu verbessern.
Ich sehe hier hinten auch noch mal andere Figuren. Was ist das? Was ich da mitgebracht habe, das ist einfach nur ein Beispiel. Das zeige ich den Leuten auch gerne, was ich sonst noch mache. Also als Illustrator bekomme ich mein Geld natürlich über andere Illustrationsjobs. Und das, was du da siehst, was ich hier mitgebracht habe, ist ein Comic, der spielt in einem Schlosshotel. Und zwar ist der Kunde ist ein Schlosshotel im Spessart. Ja. Die hatten mich beauftragt, einen Comic zu zeichnen für ihr Hotel. Mhm. Die haben sich diesen Luxus gegönnt. Und der Twist an der Geschichte ist, Aschaffenburg gehörte über viele Jahrhunderte zu Mainz und dem Kurfürsten in Mainz. Das war, Aschaffenburg war die Sommerresidenz. Ja. Und da ging es natürlich im Sommer auch dann in den Spessart, in den kühlen Spessart zum Jagen. Der hatte ein Jagdschloss. Heutzutage ist dieses Jagdschloss ein Schlosshotel. Und weil dieser Kurfürst auch immer einen eigenen Koch hatte, der nur ihn bekocht hat, wollte dieses Hotel, das ein Fine-Dining-Restaurant hat, was nach diesem Koch benannt ist, Max Rumpold hieß der, und deswegen wollten die diesen Koch in die Gegenwart holen. Der hat unter anderem, hat der Koch Max Rumpold das erste Kochbuch für das Kochen am Hofe geschrieben, quasi ein Lehrbuch für angehende Köche bei Hofe. Und da kam die Anfrage, ob ich sowas machen würde, und es ist eine ganz tolle Zusammenarbeit geworden mit dem Hotel. Ich hatte viel Freiheit, die hatten nur diese Vorstellung, der Koch, der soll irgendwie wieder da sein in der Gegenwart, und Ziel, wie bei Tony und Charlie, aus diesem Gegensatz, Gegenwart, und da kommt einer aus 400, 500 Jahren Vergangenheit, da kann man sich viele komische Szenen dann vorstellen. Und was du da siehst, das ist die Einführung, wie dieser Koch eben zu dem Schlosshotel kommt. Die Idee ist, das bei Gelegenheit fortzusetzen mit einzelnen Folgen, wo man auch, wo das Ziel ist, wieder Humor. Finde ich ja toll. Das ist wirklich, dass überhaupt Institutionen aller Art, wir hatten es auch schon mit Museen beispielsweise bei uns im Podcast, auf die Idee kommen, ihr Haus oder halt eben ihr Restaurant zu bewerben und dafür das Medium Comic nutzen. Das finde ich ja so, ich finde es gut. Ich finde das auch total klasse. Und top. Ja, wir haben uns ja auch über Social Media kennengelernt, und gerade für so Sachen, die so immer so einen Impact im Monat haben oder einmal in der Woche, die dann so für den Moment ihre Wirkung entfalten, ist Social Media total wichtig, dass man da auch unterwegs ist. Findet man Teile deiner Arbeit von dir auch online? Vielleicht auch Ausschnitte aus dem Tony und Charlie Comics, oder machst du das nur exklusiv auf der Website? Wenn ich auch am liebsten hätte, dass alle bei mir auf der Webseite landen, bespiele ich auch die Social Media Kanäle. Ich nutze also in erster Linie Instagram und Facebook, und tatsächlich zeige ich auch den Fortgang der Geschichten. Also ich poste auch regelmäßig die Scribbles, mit denen ich anfange, das überhaupt anzuordnen, wie sind die Bilder auf der Seite zu verteilen, wie viel große, wie viel kleine Panels habe ich da. Die Bleistiftvorzeichnung zeige ich Ausschnitte davon, manchmal auch die ganze Seite. Zu viel kann ich nicht zeigen, sonst verrät sich weg. Gespoilt. Genau. Und auch vom Tuschen zeige ich. Ich bin aber eher in Sachen Standbild unterwegs. Also ich mache keine Videos. Ich habe jetzt ein paar Mal gehört, ja, ich sollte doch Videos machen, und auch der Algorithmus von Instagram, der hat das ganz gerne. Ich mache es ja auch, und ich sage, jetzt ist die Pest, weil es auch alle drei Monate was anderes ist. Weil es ist Video, dann ist es mal eine andere Form von Video, dann hast du das falsche Quadrat und keine Ahnung, es ist einfach alles ganz schön schwierig. Genau. Also wer selbst ein Interesse hat an Comics, wie zeichnet man das? Ich bin Quereinsteiger, mich hat das sehr interessiert, wie machen das andere? Der sieht das bei mir auf Instagram. Im Moment sieht man da, sind ja im Moment noch in Erlangen auf dem Comic-Salon, sieht man Fotos vom Comic-Salon in Erlangen, von meinem Stand und den Leuten, die sich von mir was zeichnen lassen. Vielleicht nochmal ganz kurz, Fazit nochmal zum Salon. Wie läuft's denn? Vielleicht kannst du noch ein paar Worte verlieren. Bist du zufrieden mit dem diesjährigen Salon? Also es ist das erste Mal, dass ich als Aussteller hier bin. Ich bin zufrieden. Der erste Tag, der Donnerstag, ging sehr langsam an. Der Freitag, der Freitag war ich ganz überrascht, dass trotz der Hitze so viele Leute gekommen sind, auch in die Halle B, wo dann eben die Kleinaussteller sind. Gestern war sehr gut besucht, und ich habe sehr viele positive Rückmeldungen bekommen. Viele Leute, die nicht verstehen, warum verkaufst du kein Album davon? Tja.
und die mich aber auch ermutigt haben, da weiterzumachen. Und das werde ich auch tun. Und ich gehe zurück vom Comic Salon mit dem Gefühl, das war die 4 Tage wert. Sehr gut, das ist doch ein schönes Fazit. Lieber Markus, vielen Dank für deine Zeit und dafür, dass du heute deine Arbeit vorgestellt hast. Ich fand das sehr interessant und ich denke, liebes Publikum, ihr solltet euch das auf jeden Fall mal anschauen. Ich werde die Links, die es zu Markus und seiner Arbeit gibt, wie immer in die Shownotes packen. Klickt da mal drauf, schaut es euch mal an. Ich denke, das ist es wert. Vielen Dank, Markus. Ich danke dir, Andreas, dass ich heute hier sein durfte. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Wir haben Platz genommen hier auf dem Brunnen, mitten in der Innenstadt. Es ist total heiß und mein Popo ist an einem Ort, der ist auch ganz angenehm warm. Und ich habe hier eine Koryphäe am Start. Jemanden, wenn man da mal ein bisschen sich informiert, und eigentlich muss man das nicht, weil man ihn kennt, der gerade im Bereich, möchte man im weitesten Sinne sagen, Entenhausen, Disney, Mickey Mouse und auch Donald Duck und Co. so dermaßen viel gemacht hat, dass es jetzt schwierig wäre, alles aufzuzählen. Er ist aber auch unterwegs als Dozent, er bringt Menschen auch Sachen bei. Ich höre jetzt auf, bevor es zu lang wird. Wir haben nicht viel Zeit. Hallo, ich bin der Andi. Und wer bist du? Hallo, ich bin Ulrich Schröder. Einen wunderschönen guten Tag. Hallo. Du bist mit Egmont hier beim Salon unterwegs. Und mal so direkt die Frage, wie läuft's? Hast du Signierstunden hier gehabt? Was hast du bis jetzt hier gemacht? Ich habe sowohl signiert als auch so 2 Vorträge gehalten und ja, dann nachher mit den Leuten gezeichnet. Das war alles super. Also tolles Publikum, super nette Leute. Und die Vorträge hat Spaß gemacht. Und dann hat Spaß gemacht, mit den Leuten zusammenzuzeichnen. Es gab ja auch von dir bzw. deine Arbeiten auch Ausstellungen schon in diversen Veranstaltungen in Deutschland. Warum ist dies ja nichts dabei? Es ist gerade eine Veranstaltung, aber nicht hier in Erlangen. Mhm. Also eine Ausstellung, die ist in Riegel. Mhm. Und dann war noch eine andere in Karlsruhe vor ein paar Monaten. Also das reicht ja für diese. Ja, ist schon auch gut, ne? Ja, prima. Und erzähl mal, vielleicht kannst du einfach mal so 1-2 Sachen rausgreifen, relativ aktuell, die man hier bei Egmont bekommen kann, an denen du beteiligt gewesen bist, die dem Publikum mal vorstellen möchtest. Also es gibt mehrere Bücher, für die ich die Titelbilder gemacht habe. Mhm. Dann muss ich jetzt genau gucken am Stand, welche das sind. Das ist, ich weiß nicht, wie die heißen auf Deutsch. Ja. Das ist eins zum Beispiel mit Vom Winde verweht, ein anderes, es sind so Klassikalben. Also eins ist Vom Winde verweht, ein anderes ist mit Münchhausen, anderes ist mit James Bond. Das habe ich gemacht. Dann das Aktuelle gerade ist zu Goofys 90. Geburtstag. Ja. Und da habe ich sowohl das Titelbild gemacht, als auch die Rückseite, wo man Goofy sieht, wie die sich gegenseitig zeichnen, der älteste Goofy, den ein bisschen neueren und so weiter, die verschiedenen Stile. Und das gibt's auch als Lithografie dabei. Ich habe gelesen, du bist dann auch oft natürlich mit Feder und irgendwo stand dieses Wort antiquarischem Papier unterwegs. Genau. Ist das richtig? Das ist richtig. Das Papier gibt es zwar noch, aber es hat nicht mehr die Qualität, die es vorher hatte. Mhm. Und das war Schöllerhammerpapier und das waren früher Architekten, die das benutzten. Und die Architekten brauchen das. Die brauchen es nicht mehr, weil die alle digital arbeiten. Ja. Und es macht jetzt eine kleine Firma, die macht das Papier noch, aber es ist nicht mehr ganz genau die gleiche Qualität. Die Federn, die ich benutze, es sind die gleichen, die Karl Barks benutzt hat. Also nicht dieselben, aber die gleiche Art von Feder. Davon habe ich noch 200 Stück oder so, die werden auch nicht mehr hergestellt. Die hatte Barks schon nicht mehr, die wurden damals schon nicht mehr hergestellt. Mhm. Also die Pinsel, die ich habe, die werden noch hergestellt, aber die Qualität geht ein bisschen runter. Also ich bin so einer von den letzten Dinosauriern und für uns gibt es nicht mehr so viel Material. So viel Arbeitsmaterial. Aber ich mache alles per Hand, alles auf Papier, Feder, Tusche und so weiter. Nichts im Computer. Das heißt aber, es gibt auch Original-Artwork von dir, was ja im Grunde nach auch dann sehr ausstellungsgeeignet ist. Ne? Das ist ja auch gar nicht so schlecht. Nein, also, ich bin immer in meinem Leben schon Fanboy gewesen. Ja. Und ich habe angefangen, indem ich Karl Barks Briefe geschrieben habe. Mhm. Der hat mir auch zurückgeschrieben. Deshalb mache ich auch gerne Zeichnungen für Leute, die auf so Messen und so. Nein, ich bin Fanboy und ich sammle Originale und das hört sich jetzt blöd an, aber es gibt auch Originale von mir selber, die ich sammle. Ich mache also bestimmte Originale mit dem Aspekt, dass ich weiß, dass es mir nachher gefallen wird, dass ich sie an die Wand hängen könnte oder so. Ja. Also zum Beispiel, ich mache klitzekleine Skizzen, die sind so groß wie eine Briefmarke und die mache ich nicht nur aus technischen Gründen, sondern auch, weil es mir gefällt. Und aber hauptsächlich sammle ich andere Sachen, Gottfriedsen, Barks und so weiter. Dann noch vielleicht eine Frage zum Schluss. In letzter Zeit
gibt es ja ständig irgendwelche Jubiläen bei Disney zu feiern. Irgendwer wird 70, irgendwer hat andere Sachen, irgendwelche Auflagen und auch Sondereditionen, Sachen, die du gemacht hast. Woran liegt es eigentlich, dass die Disney-Figuren so zeitlos zu sein scheinen, dass sie immer wieder eine Generation anfinden und ansprechen? Also das Tolle ist, ich habe mal Karl Barks getroffen und dann habe ich den, 1996 getroffen. Das wissen vielleicht manche Hörer nicht mehr, was das ist, aber da waren Walkmans total in. Ja. Das wäre jetzt ein iPad oder so. Und Walkmans, und es war ganz cool, wenn man die Baseball-Caps falsch rum anhatte und so. Und da, so versuchten die Herausgeber, modern zu sein, indem sie genau das machten. Also die, es war dann wichtig, dass in der Geschichte moderne Sachen vorkommen, dass da die Baseball-Caps andersrum hängen, dass sie alle Skateboard fahren und so weiter. Und dann habe ich den Barks gefragt, was würdest du heute machen, wenn du heute Geschichten schreiben würdest? Würdest du die heute, würdest du auch das machen, die Baseball-Caps umdrehen, Walkmans reinbringen? Das hat er gesagt, auf keinen Fall. Ich würde das nicht reinbringen, weil es geht um Donald Duck. Es geht um die Persönlichkeit von Donald Duck. Und wenn ich aus einem Grund in einer Geschichte mich lustig machen kann über Walkman, natürlich, dann nehme ich einen Walkman. Aber ich nehme nicht den Walkman, um mich anzubiedern bei den jungen Leuten zum Beispiel. Und das, finde ich, ist das Tolle. Dass ich schreibe zum Beispiel gerade eine Geschichte mit Olaf, mit Jan Gulbrandsson. Und das Tolle ist, wir machen die Geschichten so, dass man die noch in 50 Jahren lesen kann. Das heißt, es sind, die sind heute, die spielen heute, aber die sind universell. Und wenn eine Disney-Geschichte gut ist, ist sie universell, dann kann man die genauso heute lesen wie in 50 Jahren. Und genauso wie mit den Barks-Geschichten, die liest man heute noch und die sind überhaupt nicht gealtert. Fantastisch. Vielen, vielen, vielen Dank für deine Zeit und die kurzen Minuten. Viel Erfolg weiterhin. Ich brauche dir gar nicht wünschen, hast du sowieso. Lass krachen. Ciao. Ciao. Der Weg hat uns geführt hier zu einer Geheimbank in einer geheimen Schmuddelecke, damit wir geheime Aufzeichnungen machen können über geheime Dinge, die aber ganz schön geil geworden sind. Denn ihr habt es vielleicht bemerkt, in Deutschland gibt es so einen, wenn man so will, Trend, große Reihen und einzelne Bände dieser Reihen in einer Mundartübersetzung noch einmal zu veröffentlichen. Wir können uns beispielhaft erinnern an das Gespräch, das wir geführt haben mit dem Hannes Bender oder auch, keine Ahnung, das Gespräch, das wir hatten mit dem jungen Mann, der die Schlümpfe auf Hessisch übersetzt hat. Und nun sitzen wir hier wieder in einer Runde und wollen uns genau über sowas unterhalten. Worum es geht, wieso, weshalb, warum, das erfahren wir jetzt. Hallo, ich bin der Andi. Und wer bist du? Ich bin der Stefan Eichner, genannt Das Eich, eigentlich hauptberuflich Komiker. Und ja. Weil wir gerade, also ein Kollege von Hannes Bender auch. Ja. Und der kam auch zeitgleich mit mir raus. Ach ja. Er mit der dicksten Buchse vom Revier, Obelix GmbH und Co. KG und ich mit dem ersten oberfränkischen Band, ja. Asterix der Gladiator, in meiner Version genannt Dunnerkeil. Und du hattest heute Morgen eine Lesung und gestern hast du gesagt, standst du auf der Bühne, bist gerade gut eingespannt, oder? Richtig, genau. Ja, mein Butter- und Brotgeschäft sind eigentlich normalerweise Live-Auftritte. Mhm. Also ich habe Musikprogramm und habe 5 Bühnenprogramme geschrieben als Comedian. Bin damit recht viel unterwegs und ja, die Asterix-Nummer kam letztes Jahr im September. Ich bin glühender Asterix-Fan seit Kindheitstagen und habe dann eben durch einen lieben Kollegen aus Leipzig, der Thomas Nicolai, der auch in derselben Agentur ist wie ich, 2018, als wir auf AIDA als Gastkünstler waren, hat er mir erzählt, er macht ein Asterix-Band auf Sächsisch. Auch zugleich der Gladiator. Da heißt der Sklatschgleich, sensationelle Fassung auch. Und dann habe ich den Band von ihm signiert bekommen, 2 Wochen nach dieser Reise. Und dann habe ich hinten auf diesen Hinkelstein geguckt, wo die Dialekte drauf waren und habe gesehen, da fehlt Oberfränkisch. Das fand ich einen Skandal. Und dann habe ich gedacht, das müssen wir ändern. Ja. Und dann hat sich mein lieber Agent Olli da rangesetzt und dann letztes Jahr im September hieß dann seitens vom Egmont Verlag, Eich, mach mal. Und das hat uns jetzt alles ein bisschen überrollt, um es mal vorsichtig auszudrücken, was die Verkaufszahlen angeht. Das ist schon hart. Bei dir kommen ja scheinbar 2 Sachen zusammen, wenn es um diese Übersetzung geht. Zum einen, dass du überhaupt in der Lage bist, Oberfränkisch auf eine Art und Weise auch dann zu schreiben und dann zu vermitteln. Was ist denn die eine Besonderheit und die andere Besonderheit auch, dass du dann aufgrund deiner, sag ich mal, humoristischen Begabung in der Lage bist, dem Ganzen auch dich auf Facetten zu verleihen, die letztlich vielleicht einen gewissen Mehrwert darstellen. Beide sind Besonderheiten. Lass doch mal kurz erstmal zur Lokalisierung kommen. Was ist aus deiner Sicht das Besondere, sowas in Oberfränkisch zu übersetzen? Naja, für mich bietet es natürlich an, ich komme aus der Bierstadt Kulmbach. Man kann fast sagen, im Herzen Oberfrankens. Und da bin ich jetzt seit 47 Jahren unterwegs. Und natürlich ist das auch das einzige Dialektonische, was ich mir zutrauen kann. Logischerweise, das kann da frei von der Leber weg plaudern, wie mir der Schnabel gewachsen ist. Ja. Die zweite Komponente, die du ansprichst, natürlich als Komiker, war es mir natürlich mir am Herzen gelegen. Also jeder, der Das Eich schon mal auf einer Bühne gesehen hat, der erwartet natürlich auch eine gewisse Art von einem skurrilen Humor. Deswegen habe ich auch natürlich alles daran gesetzt, die Originalsprechblasen, solange es die Geschichte nicht verfälscht, möglichst nicht im Original zu halten, sondern möglichst, wie es bei uns in der Comedy heißt, eine Fallhöhe aufzubauen. Also du gehst möglichst weit, du siehst was und das, was der Asterix, Obelix oder wer auch immer spricht, das könnte eigentlich weiter weg von dem, was du erwartest, nicht sein. Und das sorgt in der Regel immer für einen Lacher. Also das ist, denke ich mal, so der Mehrwert, den wir Komiker und macht auch Hannes Bender und mein lieber Thomas absolut hervorragend. Das ist das, was, glaube ich, den Leuten nicht nur einen Schmunzler, sondern regelmäßig einen Lacher entlockt. Und das ist ja das, was wir damit machen wollen.
Und ist das für dich eine besondere Herausforderung oder besonders schwierig, ja dann auch gleichzeitig aber trotzdem irgendwie auch die Geschichte zu erzählen? Findest du einfach nur andere Worte für denselben Übersetzung oder machst du dann schon irgendwie noch so Eigenheiten rein, die vielleicht sogar die Geschichte in irgendeiner Form erweitern? Nee, also wie gesagt, also viele Dinge, dann gucke ich da drauf und sage, ja, das ist schön, was er sagt, aber ja, da kann man viel mehr rausholen. Also ein ganz, ganz banales Beispiel, es gibt eine Szene im Gladiator, da sagt der Asterix zum Obelix, es dürfen nur ja, Gladiatoren und Löwen in die Arena. Und dann spannt man mal eine ganz andere Assoziation. Löwe ist natürlich auch bei uns in Franken und auch in Bayern ein Fußballverein, die 60er Löwen. Und dann ja, sagt eben halt der Obelix, sollen wir uns 60er Trikots anziehen, worauf dann der Asterix wieder sagt, 60er Trikots, wir sind Klubberer, also habe ich den ersten FC Nürnberg mit reingebracht, was also jetzt mit dem Original so gar nichts zu tun hat und aber halt die Assoziation mit Löwen, und da gibt's unzählige Beispiele, wo ich gesagt habe, ja, da können wir also vom Humor her deutlich mehr rausholen, und ich habe mir bei manchen Sprechblasen schon machen wir eine Viertelstunde den Kopf zermartert. Aha. Die sind ja begrenzt, das heißt, ja, ich muss ja erstmal das Original abschreiben, dann habe ich mir überlegt, wie kriege ich jetzt einen furztrockenen Humor da rein? Ja. Auf Oberfränkisch dann auch noch mit schönen Dialekt begriffen, und ja, wie ist es so, dass es dann lustig klingt und eben auch noch in diese Sprechblase passt. Also das sind so die Herausforderungen, mit denen man dann zu tun hat. Aber inhaltlich, ja, wie gesagt, möglichst weit weg. Also für mich war vorne dran gestanden, jeder soll auf jeder Seite mindestens einen richtigen Lacher haben. Nicht einen Schmunzler, sondern einmal soll es richtig scheppern. Und ich habe jetzt gerade tatsächlich heute schon wieder per Facebook zwei Nachrichten von Leuten gekriegt, die die Zweitauflage jetzt endlich aha, erwischt haben. Toll. Und die mir schon Fotos schicken und sagen, damit hast du mich gerade komplett gesprengt. Wunderbar. Und da hat jeder seine Favoriten. Und es ist sehr schön, dass es nicht immer so ein, zwei, drei Grundgags gibt, die jeder geil findet, sondern dass jeder so seine Favoriten hat, wo er sagt, also damit hast du mich gerade volles Rohr erwischt. Und das ist schön, die Resonanz ist toll, das ist klasse, das freut einen natürlich. Diese Menschen, die dir schreiben, wer ist das eigentlich, der den Comic letztlich liest? Für wen ist es gemacht? Sicherlich für alle, du schließt niemanden aus, aber ich als jemand, der zum Beispiel im Rhein-Main-Gebiet wohnt, verstehe ich die Witze, die drin sind? Ja. Ich gehe davon aus, das kannst du tatsächlich machen. Also ich selber habe ich habe sehr, sehr viel auch über meinen Shop auf meiner Das Eich-Seite dann auch verschickt, mhm, und zwar von Traunstein bis hoch zu den ostfriesischen Inseln. Ich habe natürlich dann den oberfränkischen klassischen Dialekt, den gibt es ja so nicht, weil Bamberg, Kulmbach, überall ein bisschen anders gesprochen wird, du fährst 5 Meter raus und dann kriegst du Begriffe, die habe ich selber in meinem Leben noch nie gehört. Ja. Muss ich mir sogar innerhalb Oberfranken. Es ist komplex im Dialekt. Ja, es ist komplex. Und ich habe halt dann schon versucht, eine eierlegende Dialekt-Wollmilchsau zu erschaffen. Und das, was ich immer von den Leuten so mitkriege, ganz gleich, ob sie jetzt aus Franken sind oder auch ein bisschen von weiter weg. Natürlich, ein ganz weit Auswärtiger wird deutlich mehr Schwierigkeiten haben, das ist klar. Aber der Grundtenor ist immer der, man muss sich 2, 3 Seiten so drauf eingrooven, wenn man aber mal die Schreibe so ein bisschen verinnerlicht hat, dann ja, dann flutscht es eigentlich. Und eine Sache wollte ich eben auch, in dieser heutigen schnelllebigen Zeit habe ich auch gedacht, also wer immer läuft so ein Handy nebenbei und so ein bisschen nebenbei überfliegen, das wollte ich partout nicht. Ich habe gesagt, man muss sich auf diesen Band wirklich richtig einlassen und da richtig eintauchen, so wie es ich eben auch bei der Übersetzung gemacht habe. Dann wirst du den maximalen Spaß an dem Ding haben. Wenn aber nebenbei so ein Fernseher ist und du meinst, du kannst es da so ein bisschen überfliegen, ja, da geht dir einfach viel zu viel verloren. Und ich habe heute meine Lesung gehalten. Lustig ist immer dann, so Begriffe wie Challenge, also ein englischer Begriff eigentlich auf Fränkisch dann so geschrieben, da sitzen Leute dann davor und dann denken, was ist das denn jetzt? Und das empfehle ich immer, laut vorlesen, wenn einer mit im Raum ist, der hört das und kann dir genau sagen, was du jetzt gerade nicht verstanden hast. Das ist der Trick bei der Sache. Und das ist immer ganz lustig, wenn Leute sagen, also bei dem Begriff habe ich 3-mal gelesen und dann hat es mich aber zerrissen, wie ich gecheckt habe, was du da eigentlich meinst. Also das ist auch noch so ein schöner Zusatzgag mit, aber ja, wenn man sich so ein bisschen einarbeitet, kommt man da, denke ich, auch als Nicht-Oberfranke oder so, als Nicht-Franke ganz gut rein, doch. Letzte Frage zum Schluss. Ich merke gerade, du bist ja offensichtlich auch total der Fan. Ne? Also was Comics angeht, macht dir wahrscheinlich auch keiner was vor. Wie sieht's aus? Die werden ja übersetzt von Klaus Jürgen, die Originale, die quasi hochdeutschen Comic von Asterix und Obelix, die Sachen. Wie sieht es aus? Hast du mit dem Kontakt? Wie sehr hast du vielleicht auch Respekt davor, dann letztlich ja seine Übersetzung vielleicht sogar obsolet zu machen? Es geht um Himmels Willen. Nein, also das würde ganz gleich, wäre es das auch generell Übersetzer auch zu früheren Bänden, ja, zu früheren, ja, Zeiten auch noch. Das ist eine Heidenarbeit und das ist gleich was, da kann man sich ganz klar davon distanzieren. Das sagt man versucht dialektonisch das, was da rauskommt, dann in ein neues, komplett neues Gewand dann irgendwo reinzupacken. Also das, was die Übersetzer da leisten, das ist generell so großartig. Und
das ist eine Arbeit, die würde mir deutlich schwerer fallen, wenn ich das jetzt so übersetzen würde. Nein, also da habe ich gar keinen Gedanken daran verschwendet. Bei mir war es eigentlich wirklich nur der Kern. Die Leute, die mich vielleicht kennen, die wissen, was ich sonst so auf der Bühne mache. Das würde ich ganz gern vermitteln. Und obsolet zu machen, um Himmels Willen, das ist die Grundlage und jeder, der an so einem Band arbeitet, gerade wenn man das mal gemacht hat, da zieht man erst recht den Hut vor jedem, der das vorher auch schon mal gemacht hat. Der Aufwand für so eine Sache, der wird wahrscheinlich von vielen einfach unterschätzt. Das ist wahnsinnig viel Herzblut, was man da reinsteckt, aber jeder für sich, also da gibt es also keinerlei Parallelen oder gab es bei mir keinerlei Gedanken da irgendwie in der Richtung. Für mich ging es einfach nur darum, mach möglichst viele Franken glücklich, mach denen keine Schande, dass sie sagen, den Begriff hier gibt es doch gar nicht. Habe auch eigene Wortkreationen mit drin, gerade was die Schimpfwörter angeht, da wird man sein Repertoire auch ordentlich erweitern. Eine übergewichtige Frau, die halt Pressackwalzen genannt wird oder Idefix ist die Fußhupen. Fußhupen, also, das ist natürlich immer so ein Begriff, wo man halt mal dann mal locker Flocke mit reinhaut. Aber das ist das sehe ich als komplett eigenständige Kiste und das, was vorher von anderen geleistet wurde, das muss man auch entsprechend ganz klar würdigen, logisch. Vielen Dank, denn Asterix und Obelix ist ja auch nicht einfach irgendeine Reihe, die man da übersetzen darf. Das ist schon so ein bisschen wie auch eine Krönung letztlich, da Ritterschlag mitzuarbeiten, ganz genau. Und freut mich, dass dir das offensichtlich so auch mega Spaß macht, dass du da so drin bist auch. Vielen Dank für deine Zeit und dass du mit uns heute ein bisschen über dich und deine Arbeit und die Übersetzung gesprochen hast. Ich danke dir, noch viele interessante Gespräche und Dunner Keil. Danke dir, tschüss. Ciao. Und wieder sitzen wir auf dieser geheimen Bank hier irgendwo im Nirgendwo und diesmal besprechen wir wieder was extrem Hochwertiges. Es wird aber auch ein bisschen, es geht noch ein Stück weit auch Richtung Sachbuch und was genau das bedeutet und warum hier Lucky Luke draufsteht und ganz viel Lucky Luke, vielleicht sogar mehr Lucky Luke als woanders drin ist, das erfahren wir jetzt gleich. Hallo, ich bin der Andi und wer seid ihr? Ja, ich bin der Horst Berner, hallo. Gut, hallo und ich bin Volker Hamann. Hi. Ich versuche mich jetzt so ein bisschen zu konzentrieren auf das, was wir primär in den Vordergrund stellen wollen. Und das ist das große Lucky Luke Lexikon. Vielleicht mal so eine ganz plumpe Frage. Seid ihr eigentlich Lucky Luke Fans? Eindeutig. Unbedingt. Wie kam es dazu? Seit wann seid ihr mit dem Kontakt? Wir müssen die Figur, glaube ich, den Hörenden nicht mehr vorstellen. Aber erzählt mal so ein bisschen, was ist für euch das Besondere an der Figur, die es seit vielen Jahren gibt, die in verschiedenen Interpretationen ja auch schon da war, jetzt zuletzt auch diese erfolgreichen Hommagebände präsentiert hat. Was ist für euch das Besondere an Lucky Luke? Ja, bei mir sind es tatsächlich Jugenderinnerungen. Ich bin ganz früh in den 60er Jahren schon mit Lucky Luke in Berührung geraten. Es war eine Serie, die war im deutschen Markt immer präsent. Und in der Zwischenzeit gibt es in der Kollektion so viele Bände, dass es einfach Sinn machte, dazu sich auszudrücken. Ja, wie ist es bei dir? Bei mir ist es ähnlich, dass ich auch eine frühkindliche Erinnerung an Lucky Luke habe, an das Album Die Erbschaft des Rantanplan. Daran muss ich halt immer wieder denken, weil das mich total als 6-, 7-, 8-Jähriger total geflasht hat, der Humor. Ich habe mich weggelacht und diese Leidenschaft ist eigentlich bis heute tatsächlich geblieben. Und als die Idee aufkam, so ein Lexikon zu machen, war ich sofort dabei, weil ich verfolge die Serien auch schon seit bestimmt 40 Jahren, eben auch ein bisschen ausführlicher und ein bisschen tiefgehender. Und das, was wir jetzt zusammengestellt haben, fehlte bisher. Es ist auch eine Figur und eine Reihe mit wahnsinnig viel Geschichte zu erzählen, vielen Details. Allein schon, wenn man sich nur mal einen x-beliebigen Band nimmt und mal schaut, auf was teilweise Referenzen dann auch sind. Also wird ja auch geschichtlich immer viel erklärt, man lernt ja was beim Lesen. Ne? Und das jetzt hier auch in Ansätzen sammeln, finde ich ganz toll. Frage mich natürlich auch, warum habt ihr euch dieser Mammutaufgabe gewidmet? Was hat euch da jetzt zu veranlasst? Ich meine, das entsteht auch nicht mal eben so nebenbei, sowas. Ne? Gehen wir uns gar noch einen Schritt zurück. Ihr seid jetzt beide Lucky Luke-Fans und wolltet dieses Lexikon machen, aber erstmal müsst ihr euch irgendwie kennengelernt haben. Woher kennt ihr euch eigentlich? Ja, so groß ist die Comic-Szene nicht. Ich kenne Volker seit langem. Durch seine Publikation. Ja. Ich arbeite auch seit Jahrzehnten im Comic-Bereich. Er kennt also mich. Da war es eigentlich logisch, dass wir aufeinander zukamen. Einerseits. Andererseits gab es natürlich auch das Bestreben vom Verlag, uns beide auszusuchen. Ich denke auch. Also, dass wir als Experten gelten, nicht nur für Lucky Luke, sondern generell eben für franco-belgische Themen. Und das war eigentlich eine natürliche Auslese. Okay, erkennt einander. Und ihr habt... Die Idee, merke ich also schon, ist, dass der Verlag auf euch zukam und die Idee hatte, dieses Lexikon zu machen. Es war so, dass sowohl Volker in seinem Bereich als auch ich durch die Lucky Luke Gesamtausgabe mit dieser Figur bereits in Kontakt waren. Mhm. Ich eben durch die Gesamtausgabe für Egmont, für die A. Harper Comic Collection.
Und wir wurden dann tatsächlich vom Verlag angesprochen als Experten einerseits. Andererseits gab es aber auch in unserem Kopf so eine Vorstellung, dass man sowas mal machen könnte. Genau, ich habe vor 5 Jahren eben zum 70. Geburtstag der Figur habe ich eine Sonderausgabe meines Magazins Redition über Lucky Luke gemacht. Mhm. Und dafür eine ganze Menge Arbeit geleistet, basierend immer auf Horsts Vorarbeiten, auf Arbeiten, die er gemacht hat, auf Texten, die er gemacht hat. Und so kamen wir eben auch dann mit dem Verlag in Kontakt, oder da ist die Idee irgendwie so von selbst entstanden. Ja, und das Interessante war, wir haben, jeder wusste vom anderen, dass er ein Exposé einreicht. Das heißt, der Verlag hat uns gefragt, wie wir individuell als Person Volker Hamann und Horst Berner, wie wir uns so ein Buch vorstellen könnten. Mhm. Dann gab es 2 interessante Exposés und die haben wir einfach verschweißt miteinander und dann hatten wir eigentlich das Buch oder das Konzept für das Buch. Und wie ist es dann konkret entstanden? Ihr habt euch dann regelmäßig in Arbeitstreffen getroffen und versucht, dann eine Struktur zu machen? Oder? Gerade in Corona-Zeiten war das super. Ja. Jede Woche einmal. So stelle ich es mir vor. Nee, leider nicht. Nein, wir haben tatsächlich im Oktober 2020 haben wir begonnen mit der Arbeit. Also da ging das, da war es so, dass wir mit dem Verlag das endgültige Gespräch über die Konzeption hatten und dann haben wir losgelegt. Und selbst dieses, natürlich Oktober 2020, dieses Gespräch fand nur als Videokonferenz statt. Und wir haben halt tierisch viel telefoniert. Unendliche E-Mails hin und her geschickt. Und wir haben uns nie gesehen in dieser Zeit mit der Realisierung des Buches. Und trotzdem, und ich kenne es jetzt nur punktuell, aber trotzdem wirkt es natürlich wie aus einem Guss, ist klar. Und die Frage ist so, also, das Layout ist super, ich würde sagen, ein modernes Layout. Als Kind, die Lexika, die ich da so gelesen habe, die hatten echt eine andere Aufmachung als das, was ich hier gerade in der Hand halte. Es wirkt wirklich modern. Ich möchte das Wort modern benutzen. Deswegen frage ich mich, wer ist die Zielgruppe? Ihr wisst viel und Lucky Luke hat aber auch eine Menge Stammleser, die wissen auch viel. Wer ist eure Zielgruppe mit dem Lexikon? Der Lucky Luke-Leser, der allgemeine. Und wir glauben und wir wissen mittlerweile jetzt durch unsere Podiumsveranstaltung, die wir vorgestern hatten, oder vorvorgestern sogar schon, dass es da eben auch sehr, sehr junge Leser gibt, die total begeistert von der Figur sind und die Serie lieben. Wir haben es wirklich für den Lucky Luke-Leser von 7 bis 77 geschrieben. Und auf dieser Podiumsveranstaltung waren auch wirklich 3 kleine Jungs. Ja. Ich glaube, das waren alles Jungs. Ne? Ja, genau. Und die waren völlig Feuer und Flamme. Die wussten total Bescheid, haben uns, der Letzte vor allem, der hat uns wirklich im Grund und Boden mit seiner Frage getrieben, weil wir nicht wussten, was wir darauf antworten sollten. Das war herrlich. Weißt du die noch? Ja, klar. Verrate ich aber nicht. Okay. Alles klar. Kommt dann in der Nachauflage. Wunderbar. Das Bonusmaterial. Vielleicht können wir mal so 1, 2, ich sag mal, Fakten rausgreifen. Dinge, die ihr vielleicht in der Recherche auch selber rausbekommen habt. Macht uns doch mal ein bisschen schmackhaft, was hier inhaltlich drin ist. Vielleicht habt ihr so 1, 2 Anekdoten zu inhaltlichen Punkten. Ja, also liegt auf der Hand. Wir haben uns einerseits die Mühe gegeben, die historischen Persönlichkeiten rauszuarbeiten. Und ganz wichtig, wir haben auch viele versteckte Karikaturen hoffentlich entschlüsselt und sorgen da damit hoffentlich auch für Überraschungen. Mhm. Generell war es so, mal so ein paar Fakten genannt. Wir hatten letztendlich nachher eine Datensammlung von über 2000 Stichworten. Mhm. Die haben wir durch Konsolidierung, durch Wiederholung, durch Zusammenschreiben halt auf so 1650 Stichworte eingedampft. Und die galt es dann eben mit Leben zu füllen. Das haben Horst und ich jeweils abwechselnd gemacht. Wir haben uns die Lucky Luke-Alben, die da diese Auflistung dieser Lexikon-Erfassung zugrunde liegen, aufgeteilt. Jeder hat die Hälfte gemacht. Hinterher gab es nochmal Stichproben gegenseitig. Und dann haben wir diese Texte geschrieben und haben relativ schnell festgestellt, dass unser Stil zueinander passt, sodass das nicht noch irgendwie angeglichen werden muss. Deswegen danke für wie aus einem Guss. Ganz großen Anteil hat daran allerdings auch der Mille Möller vom Verlag Schwarzer Turm, der vom Verlag beauftragt wurde, dieses tolle Layout eben zu machen. Mhm. Und der hat super Arbeit geleistet. Unbedingt. Also ich teile deine Meinung, dass das ein modernes Outfit hat. Auch der Verlag hat sich da dafür eingesetzt, dass das Cover speziell modern rüberkommt mit diesem angeschnittenen Lucky Luke. Und jeder weiß trotzdem gleich, um was es geht. Genau. Vielleicht noch gerade, weil ihr eben auch diese Lucky Luke-Experten seid, zuletzt noch die Frage, wo wir mal so ein bisschen in die Glaskugel blicken wollen. Lucky Luke ist eine Figur, die hat sich verändert, allein schon, dass jetzt auch, wenn wir uns zum Beispiel auch mal Publikationen anschauen, jetzt plötzlich diese Hommagebände möglich sind, die aus meiner subjektiven Sicht mit das Beste sind, was der Figur passieren konnte. Was ist eure Einschätzung? Wie geht's mit Lucky Luke in den nächsten Jahren weiter? Vielleicht auch,
wird der anders, wird der moderner? Ich meine, ein bestes Beispiel ist ja die Sache mit dem Rauchen. Gibt es vielleicht noch andere Geschichten? Was glaubt ihr, wie wird sich die Figur, wenn ihr das überhaupt spekulieren könnt, in den nächsten Jahren entwickeln? Das ist schwierig zu sagen. Ja. Also diesen Einblick haben wir natürlich nicht. Mhm. Aber Fakt ist, wir bemerken, und das werden wohl auch die Lucky Luke-Leser bemerken, dass diese Kernserie Lucky Luke wieder Fahrt aufgenommen hat, inhaltlicher Art durch diese neuen Szenarios, die der Schüll schreibt, die, ich meine, ich will ihn nicht mit Goscinny vergleichen, weil Goscinny war so eindeutig Abteilung Genie, dass es für jeden Szenaristen auch schwierig ist, wenn man ihn da mit vergleicht. Aber Schüll hat die Begabung, diese Welt von Lucky Luke toll zu animieren. In HD gibt es einen wirklich guten Zeichner, der das exemplarisch umsetzen kann. Und dann kommt tatsächlich als neuer Aspekt dazu, dass es die Hommagebände gibt, die individuelle Interpretationen leisten. Und das natürlich für den Leser, aber wahrscheinlich auch für die Kreativen unheimlich interessant, sich mit so einer Aufgabe auseinanderzusetzen. Man muss ja auch mal sagen, dass diese Hommagebände hauptsächlich dazu da sind, natürlich den Zeichnern, die sich damit beschäftigen, eine Plattform zu geben, auch für eine höhere Popularität eben zu sorgen. Ich meine, Ralf König, der ist, ich glaube, hier jetzt an 4 Tagen permanent am Zeichnen. Das macht er mit seinen besten Büchern auch, aber mit Lucky Luke ist es, glaube ich, noch mal eine Stufe weiter. Er kam gerade aus Frankreich, hat davon berichtet, wie toll das gewesen ist, den französischen Lesern Lucky Luke da eben auch in seine französische Ausgabe zu zeichnen. Aber ich glaube generell, der Figur, der Serie hilft diese Hommage-Reihe auch durch diese neuen Aspekte andere Leser heranzuführen und sich auch mal einen Klassiker vorzunehmen, was vorher vielleicht so ein bisschen mit spitzen Fingern angefasst wurde, so von wegen, ja, den alten Kram, den muss man ja nicht nochmal lesen. Und das stimmt einfach nicht. Also die Bände, die Goscinny geschrieben hat, die sind zeitlos, wie du sagst, genial. Ja, und vielleicht auch noch einen Aspekt dazu erwähnt. Sowas Ähnliches gab es eigentlich früher auch immer. Nur das lief eben in Zeitschriften, in Comic-Zeitschriften, aber die gibt es am Markt nicht mehr. Aber da gab es dann so, Beispiel zu Geburtstagen, 25 Jahre von einer Serie oder was auch immer, wenn eine neue Story gab, gab es irgendwelche kleinen Beiträge in Form von Hommagen. Und das wirkte eigentlich auf Comic-Leser, und ich bin ja einer, also auch auf mich, immer sehr unterhaltsam. Und das scheint mir jetzt einfach eine neue Ebene oder eine neue Form von Hommage zu sein, indem man kompakt in einem Album das abhandelt. Und ich denke, dass der Verlag auch bestätigen würde, dass es sehr gut funktioniert. Also sprich, die Verkaufszahl einfach sehr, sehr gut ist und diese Hommagebände ihr Publikum finden. Das freut mich. Vielen Dank für die Einschätzung. Lieber Forst, lieber Volker, vielen, vielen Dank für eure Zeit. Und noch viel Spaß hier auf den restlichen Stunden des Comic-Salons in Erlangen. Danke euch. Danke dir. Herzlichen Dank, wir danken dir. Ciao. Tschüss. Ciao. Der krönende Abschluss der Interviews, die hier beim internationalen Comic-Salon Erlangen geführt werden, steht an. Wir sitzen im Park und es ist so wie früher, einfach mal nur rumsitzen, mal gucken und auch mal ein bisschen Ruhe genießen und sich mal über die wirklich wichtigen Dinge unterhalten. Und das mache ich gerne mit jemandem, den ich auch schon ein bisschen kenne, der wirklich viel tolle Arbeit leistet und wo wir heute mal gucken müssen, was er eigentlich so aktuell so tut. Ich freue mich sehr, dass er da ist. Hallo, ich bin der Andi und wer bist du? Nils Oskamp, der Autor der Graphic Novel Drei Steine, und ich freue mich jetzt endlich wieder hier in Erlangen zu sein. Es ist eine mega ausgelassene Stimmung, ein bisschen heiß heute. Ich habe schon 3 T-Shirts durchgeschwitzt mindestens, aber viele Freunde wieder gesehen und ja, Leute, die einem auch helfen mit Kontakten etc. und Solidarität in der Comic-Szene, das ist einfach wunderbar. Was war eigentlich dein erstes Mal Salon? Das war 98 und irgendwie davor war der Hamburger Salon, gab ja nur 2 in Hamburg. Da war ich erst in Hamburg und die haben sie auch gesagt, Erlangen ist viel toller und das stimmte auch. Und dann war ich dann 89 auf dem Salon und da war ich dann auch auf der Ausstellung des Comiczeichnerseminars. Damals hieß es noch das deutsch-französische Comiczeichnerseminar. Da habe ich mich dann beworben und 99 habe ich dann das erste Mal teilgenommen. Auch hier direkt am Schlossplatz war unser Seminarraum. Ja, und seitdem habe ich, glaube ich, 15 Mal an dem Seminar teilgenommen. Okay, Wahnsinn. Absoluter Wahnsinn. Also vielleicht sogar Rekordhalter, ich weiß es nicht. Nein, ich glaube, das ist inzwischen Jan Thüring.
Ja, stimmt. Den hatte ich im Übrigen ins Gespräch. Der kam natürlich, als der Ralf zum Interview bei mir war, hat er natürlich den Jan mitgebracht. Das könnte es durchaus sein, ja. Ja, geil. Und jetzt hast du ja gerade gemeint, du bist der Autor von der Graphic Novel Drei Steine. Und da gab es einen sehr interessanten Produktionsprozess, den du auch an verschiedenen Interviews schon mal zusammengefasst hattest, der letztlich dafür sorgt, dass du wieder dran sitzt, obwohl das Buch ja eigentlich schon erschienen ist. Erzähl mal, was ist denn da los? Ja, also ich hatte ein Konzept und da waren viele Sachen drin und ich habe eigentlich seit 2011 eigentlich schon angefangen, nach Förderung zu suchen. Ich habe jede deutsche Kunststiftung wahrscheinlich durch, Anträge geschrieben. Ich habe einen Aktenordner voller von Ablehnungsschreiben. So Standardspruch ist, ihr Projektentwurf konnte unserem Gremium keine Mehrheit gefunden. Dann habe ich aber mitgekriegt, dass der Direktor des Anne-Frank-Zentrums Berlin, Thomas Heppner, in das Familienministerium berufen wurde auf das Referat, was heute Demokratie leben ist. Das war damals noch als Manuela Schwesig, die Familienministerin war. Und der hat gesagt, Thomas Heppner hat gesagt, also Comics und politische Bildung finden wir toll. Also ich kenne das noch aus den Anne-Frank-Häusern, das funktioniert wunderbar. Förder dich. Und dann waren wir erstmal ein paar Monate beschäftigt mit den ganzen Regelungen, der Bürokratie etc. Dezember gab es Geld und das Buch sollte im Februar fertig sein. Ich habe noch eine Verlängerung gekriegt, aber ich habe nichtsdestotrotz einige Szenen dann sozusagen rausgeschmissen, um diesen Veröffentlichungstermin zu halten zu können überhaupt. Du hast doch dann 24 Stunden am Tag gezeichnet, oder? Ja, ja. Also ich war festgewachsen am Stuhl sozusagen. Ja. Aber dann musste ich einige Sachen rauswerfen, die ich jetzt wieder reingenommen habe. Ich habe die schon, also noch nicht im Buch, aber ich habe die in den Lesungen schon getestet, wie zum Beispiel die Gerichtsverhandlung. Meine Täter wurden damals von dem Nazi-Anwalt Jürgen Rieger vertreten. Dann gab es noch eine Szene, wo Skinhead Erwin mich in einem Tunnel auf mich aufgelauert hat mit Baseballschläger. Die ist sehr szeniastisch, die Szene. Die werde ich jetzt wahrscheinlich als nächstes machen. Jetzt gerade vom Comiczeichner-Seminar, da hat mir Ralf König noch wunderbar geholfen mit den Sprechblasentexten. Ist die Szene, wie ich dem Obernazi von meiner Schule nachher gebügelte Kaninchenscheiße als Haschisch verkauft habe. Aha. Ja, der wollte mich reinlegen und hat das seinem Papa gegeben in die Gefrierbeutel und das ging ins Polizeilabor. Die wollten mich in die Pfanne hauen wegen Drogenkonsum und Drogendealerei an der Schule. Ne? Ja. Und dann kam Andreas drei Tage später mit einem blauen Auge in die Schule. Das war wahrscheinlich, als sein Vater dann das Ergebnis vom Polizeilabor gekriegt hat. Mega geil. Das heißt also, du hast damals quasi so eine Art ganz rohe Rohfassung, die den gröbsten Vorstellungen entspricht, erstellt und veröffentlicht, die ja auch gut und viel besprochen ist, jetzt ein paar Jahre zusammen auf dem Buckel hat. Und jetzt, wo sich die Zeiten geändert haben, machst du nochmal, wenn man so will, den Director's Cut deines Comics. Ja, Director's Cut, 100 Seiten mehr für die internationale Ausgabe, wird auch bei Panini erscheinen. Mhm. Bei Panini sind wir jetzt gerade in der vierten Auflage, bei die 10.000 Exemplare. Die kostenlose Schulbuchausgabe, die waren auch nochmal 5.000 Exemplare, die ist aber seit 2016 vergriffen. Und die wird dann im Anschluss laufen. Ich muss jetzt mal sehen, wie das mit den ausländischen Verlagen läuft und dann hoffe ich, dass ich da richtig Fulltime auch einsteigen kann und wieder Seiten produziere, Seiten mache. Ne? Du bist ja nun auch im wahrsten Sinne des Wortes das Paradebeispiel für Lesungen, weil du nicht einfach nur Lesereise machst und das jetzt halt ein neues Buch und dann machen wir irgendwie 5 bis 10 Städte. Nein, du bist ja auch wirklich, wenn man so will, schon mit einer missionarischen Botschaft in der Republik unterwegs und klärst gegen rechts auf, kann man so sagen. Unter anderem auch an Schulen. Ist es da auch so, dass du dann an den Schulen, wo du da auch Vorträge und sowas machst, da kannst du gerne ein bisschen erzählen, dass die dann auch alle da deine Comics kaufen in Vorbereitung dafür? Läuft es dann auch so? Nein, brauchen die nicht. Nein, also ich habe die Lesung so konzeptioniert, dass die nicht zu lange sind, dass wir dann auch in 2 Teile das haben. Ich habe das versucht, mit Frage- und Antwort-Schülern am Schluss zu machen. Dann müssen die aber den Matheunterricht oder einen Bus kriegen. Deshalb habe ich dann 2 Teile gemacht. In der Mitte ist Frage-Antwort. Ich habe das gesehen, an der Frankfurter Buchmesse war ich 5 Tage gegenüber der Jungen Freiheit, diesem AfD-Unterstützerblättchen, und ich habe auch mit diesen Leuten da versucht zu kommunizieren, was eigentlich nicht mehr geht. Ne, da ist das Weltbild zugemauert. Ne? Hm. Da kommt man, da so Hufeisentheorie, Rechtsextremismus ist, Linksextremismus ist genauso schlimm wie Rechtsextremismus. Da kommt man nicht mehr durch, auch mit den Todeszahlen alleine von Links- und Rechtsextremismus. So den überzeugten Wähler einer rechten Partei, den kann man kaum noch beeinflussen. Aber wo
wo wir quasi die Jugend noch beeindrucken können. Ne? Das sind die so noch, wenn die noch nicht politisch positioniert sind, ab 7. Klasse aufwärts. Ne? Und da kann man denen noch die Werte unserer Zivilgesellschaft beibringen, gegen Fremdenhass, für unsere demokratische Kultur, die wir haben, die uns diese ganzen Freiheiten gibt. Ne? Und das kann man natürlich sehr gut erklären, wenn man denen das klar macht, was es damals für eine Diktatur war. Allein wenn man eine falsche Rasse angehörte, obwohl ich glaube, das Wort Rasse sowieso Blödsinn ist, dass man keine Menschenrechte hatte. Ne? Und das funktioniert an Schulen. Also es sind jetzt 283 Lesungen inzwischen und über 250.000 Schülerinnen und Schüler habe ich erreicht. Hast du da in diesen Klassen auch häufiger mal so Arschgeigen, welche dir dann so Kontra geben wollen, da schon genau wissen, wo der Hase langläuft? Ja, sicher, hatte ich auch schon. Ne, das war, in Oberfranken an Gymnasium, eine junge 12-Jährige meinte zu mir, wieso, Hitler war doch ganz gut für Deutschland, ne? Und ich so wie, ach so, April 45, Deutschland in Schutt und Asche, schöner Wohnen mit Nazis oder was? Ja. Nee, ich meine das mit den Autobahnen und so, da gab es ja keine Arbeitslosen, ne? Und wie gesagt, so, das war ja schon ein Projekt von der Weimarer Republik. Hitler hat es nur durchgezogen. Ja. So, und das war eine Donauschwabin. Die kam aus Rumänien, die Eltern. Und das haben wir oft auch bei den Deutschrussen und sowas, dass die sehr nationalkonservativ sind. Die Lehrerin hat auch gesagt, kein Bedarf eigentlich gehabt wegen den guten Noten, dass wir die Eltern sprechen, aber jetzt wahrscheinlich schon. Ich hatte auch im Raum Aachen, da waren das sogar richtig drei Gruppen in der Aula. Ich hatte eine Lesung vor 300 Schülern, da waren dann drei Gruppen und die dann auch so die Hufeisentheorie bewettert haben. Ja. Und dann habe ich die dann provozioniert, da habe ich gesagt, ja, ich habe mein Leben lang versucht, Nazis mit dem zu bekämpfen, was sie nicht haben. Und das ist Humor und Sinn für Satire. Und dann zeigte einer auf und sagte dann, wir haben doch Humor. Dann drehten sich dann 299 Köpfe von Schülern auf ihn rum und ich möchte nicht wissen, wie seine nächste Pause war. Erzähl doch mal, was du natürlich auch noch machst und das kann man dir, wenn man dir auf Social Media folgt, wo du sehr aktiv bist, auch sehen. Du gibst auch Graffiti-Workshops, auch zuletzt was ganz Tolles gemacht mit dem Känguru. Erzähl doch mal, man kann dich, ich will das ja gezielt hier betonen, weil man dich eben auch buchen kann für genau solche Sachen. Erzähl doch mal von deinen Workshops, was machst du da und mit welcher Zielsetzung? Also ich mache halt, letztes Jahr habe ich angefangen zum 100. Geburtstag von der Sophie Scholl, für das Sophie Scholl Gymnasium in Oberhausen, so eine Street-Art-Aktion zu machen und das geht halt an freigegebenen Flächen in der Schule, aber auch auf Leinwände und das mache ich dann halt mit Schülern und beim Schablonenwechsel und erzähle ich denen dann über die historischen Hintergründe von den Figuren. Ich habe jetzt auch Schablonen von Hans Scholl, Sophie Scholl in Schwarzenbach an der Saale, dort wo das Erika-Fuchs-Haus ist. Da haben wir dann noch das 5. Flugblatt auf Aluminiumplatte ausgedruckt, das haben wir in die Mitte gehangen, das ja auch Hans Scholl verfasst hat und auch viele Zitate, die quasi auf diesen Schablonen sind, auch aus diesem 5. Flugblatt ja eigentlich stammen. Und ja, das macht denen halt Spaß, jetzt nach Corona ein bisschen aktiv zu sein und die Kunstwerke verbleiben in der Schule. Ja, und mit dem Känguru, das war jetzt einfach, also ich habe letztes Jahr dem Erika-Fuchs-Haus gesagt, der Bernd Kissel, der zeichnet noch analog, das könnte eine tolle Ausstellung werden, ist tagesaktuell politisch. Die Texte von Marc-Uwe sind total komisch. Mhm, das sind sie wohl, ja. Ja, und ich war auch gestern auf einer Lesung mit 1000 Zuschauern hier in der Ladeshalle und super lustig. Ne? Ich habe auch Fotos gemacht, einfach klasse. Ja, und ich habe jetzt im Jugendzentrum vor 3 Wochen da in der Region Oberfranken habe ich dann das Känguru schon mal gesprüht, damit Bernd Kissel und Marc-Uwe Kling dann sehen, dass ich das kann. Und jetzt mache ich das dann bei der Ausstellungseröffnung am Freitag nochmal, direkt vor der Tür vom Erika-Fuchs-Haus. Ah, interessant, okay, cool. Und ja, das machen wir dann aber dort auch mit der Geschwister Scholl Mittelschule in Schwarzenbach an der Saale zusammen als Workshop für die Kinder und Jugendlichen. Da kann man sich als Schule oder als Lehrerin auch bei dir melden und dann kann man das buchen und wir kommen einfach nicht ran. Ja klar, also jetzt nicht unbedingt Känguru, aber meine Sachen auch. Mhm. Wir haben auch schon Anti-Kriegs-Graffitis gesprüht in den Ukraine-Farben. Alles Mögliche. Ne? Also 3steine.com/graffiti kann man das ansehen. Ja cool, freut mich, dass auch eine Umsetzung findet und dass nicht alles immer so trocken ist, wie das bei mir vielleicht teilweise gewesen ist. Das finde ich voll toll. Wir sitzen hier gerade auf dem Salon Erlangen und es sind doch jetzt 4 Tage ins Land gezogen. Vielleicht kannst du aus deiner ganz persönlichen Sicht mal noch so ein leichtes Fazit ziehen. Du hast ja auch ein bisschen was noch außerhalb von deinen Signierzeiten wahrgenommen vom Salon. Wie hat dir in diesem Jahr gefallen?
also sehr gut organisiert wieder. Also das war wahrscheinlich auch schwierig für das Orga-Team hier, die auch in der letzten Zeit oder noch immer das Impfzentrum machen hier in Erlangen, auch eine Langzeitstudie der STIKO. Aber trotzdem haben die das gewuppt, ist auch sehr gut. Was mir so ein bisschen fehlt, ist eine große Hauptausstellung. Ne? Als Paul Derouet noch der Kurator der Ausstellung war, da gab es immer so eine Feature-Ausstellung. Okay, aber die Ausstellungen, die hier sind, die sind auch schon sehr gut. Also die Marville-Ausstellung, der hat ja wirklich seine ganze Künstlerkarriere da ausgestellt. Sehr interessant. Die Gang Ho-Ausstellung, gerade für Comic-Zeichner, sehr viel über Storytelling, Shot-Design etc. Kann man sehr viel lernen. Wunderbar, die Ausstellung. Dann die Will-Eisner-Ausstellung, die vom Schauraum Comic aus Dortmund. Ja. Das war Dr. Stefan Mühlhofer, der hat auch meine Ausstellung in der Steinwache in Dortmund. Der Kurator war Alexander Braun, oder? Alexander Braun war der Kurator, aber das läuft auch über den Leiter Stadtarchiv, Stadtbücherei. Hatte ich schon zu Gast, ich weiß, wer das ist, ja. Ja, ja, Stefan Mühlhofer, den war mein Gast auch beim Rudolf Dirks Award. Mhm. So hat er dann auch die Connection da irgendwie gekriegt. Und der Schauraum in Dortmund ist direkt gegenüber vom Bahnhof, kleines, schönes Museum. Geht da mal hin, nicht mal Eintritt wollen die haben, das ist ja echt, nein, ich habe keinen Grund nicht hinzugehen. Gerade haben die Horror-Comic-Ausstellung mit super tollen Originalen, auch Manga-Originale, die ja sehr selten zu sehen sind. Was auch noch, Ingo Römling-Ausstellung, auch sehr interessant. Dann jetzt natürlich auch die Frauenvorbilder im Redutensaal mit hervorragenden Arbeiten von den Kolleginnen. Das freut mich übrigens sehr, dass, als ich kann mich noch an das erste Comic-Seminar erinnern, da waren, glaube ich, nur 4 Frauen. Und der Rest Männer, so 24 Teilnehmer. Ja. Und jetzt inzwischen sind so viele Frauen und eine Teilnehmerin vom Comiczeichner-Seminar hat auch den Max-und-Moritz-Preis gewonnen. Und das bin einfach begeistert, dass die Szene jetzt endlich diverser wird. Diverser wird, bunter wird, viel gutes Zeug, wieder neues Zeug gekommen ist. Und man sich auch alle untereinander kennt, ne, und sich und auch Podcasts macht, dass man ein bisschen bei den anderen reinhören kann. Ja. Ja. Eine letzte Frage noch zum Schluss, gerade bei dir, bei uns, auch bei ein sehr wichtiges Thema. Nazis habe ich hier keine gesehen, oder? Nö. Also da habe ich aber auch eingewirkt vorher ein bisschen. Ne? Es gab da mal so einen Verlag, der aufgetaucht ist 2000. Habe ich mich da mit den Leuten vom Comic Festival München und mit Lars von Törne unterhalten. Was machen wir da? Kein Artikel, keine Öffentlichkeit, kein Lametta um den Hals hängen. Wir machen eine stille E-Mail. Und dann habe ich dann noch der Frankfurter Buchmesse geschrieben, aber auch hier der Festivalleitung. Und die haben sich dann auch bedankt. Es ist halt so, sobald die einen Vertrag haben, kommt man da schwer wieder raus. Ne? Mhm. Das sehen wir ja in der Frankfurter Buchmesse. Und hier sind die nicht mal in Vertragsweite gekommen. Und somit haben wir die sozusagen hier ausgeschlossen. Und da ist auch ein Kollege von uns, der für Björn Höcke Wahlkampfcomic gemacht hat, den habe ich ja auch nicht gesehen. Alles klar, eine nazifreie Zone hier beim Comic-Salon Erlangen. Gut so. Ja, ansonsten hätte ich auch die Salon-Antifa gemacht hier. Ne? Ja, Mensch, lieber Nils, vielen, vielen Dank dafür, dass du die Zeit genommen hast, ein bisschen über dich, deine Arbeit und nicht nur die Comics, sondern wirklich deine gesamte Arbeit zu sprechen. Ganz großartig, wenn ihr mehr von Nils wissen wollt, dann schaut auf seiner Website, die Links findet ihr in den Shownotes und da könnt ihr ihn auch für diverse Sachen buchen. Danke dir, Nils. Ja, und dann einfach 3steine.com und dort den Newsletter abonnieren und dann seht ihr das auch. Mega, machen wir so. Ciao. Ciao. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Telestammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso frohlocken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.